Mit Nicolai Coster-Waldau begeben wir uns ins tiefste Eis. Wir werfen einen Blick auf Jackass Forever, haben ein ganzes Paket an spannenden Dokumentationen dabei und reden auch über die Ochsenknechts. Außerdem liefern wir einen Kurzeindruck zu The Boys Diabolical, der Anthologieserie aus dem The Boys-Universum. Und wir sprechen über einen Film, der zumindest für mich das Potenzial hat, unter den miesesten Filmen des Jahres zu landen. All das jetzt in der dieswöchigen Ausgabe der Film. Besprechungen hier beim Telestammtisch. Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Noch einmal hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe. Wir haben ein richtig volles Programm und vor allem haben wir eins, wo ich jetzt sagen würde, dass gar kein Film so richtig groß heraussticht. Das soll allerdings nicht heißen, dass wir diese Filme jetzt nicht ebenso sehenswert finden. Bei welchen das der Fall ist, bei welchen auch nicht, das werden wir jetzt herausfinden. Bei mir sind hier und jetzt in diesem Moment Kathi, hallo. Hi. Luisa, grüß dich. Hallihallo. Und Sven, hey! Hallo! Sehr schön. Wir haben wirklich so ein volles Programm. Deswegen starten wir einfach rein. Und ich würde sagen, wir starten am Anfang, nämlich mit dem Film, mit dem Buchstaben A. Und gleichzeitig auch irgendwo einem Nachzügler aus der letzten Woche, nämlich Against the Eyes. Der ist vergangene Woche, glaube ich, Freitag, auf Netflix gestartet. Ist übrigens auch ein Berlinale-Nachzügler, der auf der diesjährigen Berlinale, nämlich in der Sektion Berlinale Special, seine Premiere feierte und ist ein Film mit, ja gut, ich bin ehrlich, ich kenne ihn eigentlich größtenteils nur von Game of Thrones, Nicolai Coster-Waldau, der in Game of Thrones Jaime Lannister gespielt hat und hier jetzt auch wieder die Hauptrolle übernimmt. Ich weiß nicht, hat ihn einer von euch gesehen? Nö, ich ist meine Netflix-Watchlist, aber noch nicht dazugekommen. Nee, ich bin auch noch nicht dazugekommen. Nee, leider nicht. Gut. Dann übernehme ich das Ganze. Dieser Film basiert nämlich auf dem Roman Two Against the Eyes von Einar Mikkelsen. Und ja, um den geht's auch in diesem Film. Genau gesagt, um eine Expedition von ihm und einem seiner jungen, unerfahrenen Begleiter namens Iversen. Die beiden diese Expedition sollte beweisen, dass jener Kanal der Grönland, wir befinden uns also im tiefsten Eis, wortwörtlich, dieser Kanal, der Grönland angeblich teilt und der die Besitzansprüche der Vereinigten Staaten an diesem Land irgendwie legitimieren würde, dass dieser gar nicht existiert. Und aus dieser vorher geplanten, ich glaube, 2 Monate lang sollte diese Expedition andauern, aus diesen Monaten werden viele, viele kräftezehrende Monate mehr. Ich glaube letztendlich sogar mehrere Jahre. Ja, darum geht es. Auf Netflix, 2. März. Und ich habe ihn auch nur da gesehen, nicht im Kino, was ein bisschen schade ist, denn wenn der Film etwas punkten kann, dann sind es definitiv die Bilder und die hätten mich vielleicht bei einem Berlinale-Screening oder überhaupt im Kino auf einer großen Leinwand vielleicht noch ein bisschen besser gekriegt, denn ansonsten ist es hier eigentlich ein ganz klassischer Abenteuerfilm, der jetzt nichts irgendwie Herausragendes oder Originelles so handlungstechnisch oder bei den Figuren zu bieten hat. Die Figuren sind nicht so besonders tief, die Zwickmühlen, in die sie geraten, hat man auch schon in Survival-Thriller oder so häufiger gesehen. Und ich muss sagen, mir hat so wirklich an der richtigen Suspense gefehlt, obwohl ich normalerweise auch sehr gerne mal etwas ruhigere oder gediegenere Filme schaue. Es gibt da noch so ein paar parallele Handlungsstränge, auch außerhalb dieser Arktik-Mission dann, die da aber nicht wirklich aus meiner Sicht zur Spannung beitragen. Dazu sind die Charaktere, um die es dann geht, dann doch etwas zu seicht. Von den größten Netflix-Produktionen hebt ihn sowieso die Optik ab. Also wer mal wirklich groß bebildertes Kino wieder mal, auch wenn es nur zu Hause auf dem Fernseher oder auf dem Laptop ist, sehen möchte, dem sei dieser Film vielleicht ans Herz gelegt, auch wenn man sich auf ein etwas gemächlicheres Tempo einstellen sollte. Ja. Und toll, jetzt habe ich Bock auf den Film gehabt und jetzt
Ja, ich auch tatsächlich, aber irgendwie, ich hatte so ein bisschen mehr. Ich hatte so, ich weiß nicht, ich hatte so ein bisschen, vor allen Dingen gegen Ende dann so an Wahnsinn, wie es bei der Leuchtturm zum Beispiel der Fall gewesen ist. Ich hatte sowas richtig, was dann vielleicht noch tiefer, was so richtig vielleicht psychologisch in die Figuren nochmal richtig zermürbend reingeht. Das ist es hier letztendlich nicht. Da spielt man mit so ein paar Taschenspielertricks oder lässt die dann ein paar so Visionen haben, die man auch schon gesehen hat. Alles klar. Okay, aber ja. Naja. Ja, hast mich jetzt nicht überzeugt, wenn ich ehrlich bin, aber ich will ihn trotzdem schauen. Ja, mich konntest du jetzt auch nicht so überzeugen, weil ich habe so den Eindruck, das klingt, also von deiner Erzählung her, klingt das gerade nach einem typischen 0815-Abenteuerfilm. Mit ein paar schöneren Bildern, aber letztendlich ist das ja. Und das Schöne ist eben noch, dass der auch wirklich größtenteils an richtigen Schauplätzen gesehen hat. Also zumindest ist es nicht so, dass der da noch vor Massen-Greenscreen gedreht wurde. Allein davon ist es zumindest ein Blick vielleicht wert, aber wie gesagt, vielleicht die Erwartungen ein bisschen runterschrauben, wenn man denn mehr als einen normalen Abenteuerfilm erwartet hat. Kann man einfach sagen, Hirn aus und dann was das schon. Ja, und ein bisschen auf Ruhe einstellen. Ja, okay. Ja, ich würde meinen Monolog auch gleich noch ein bisschen weiterführen, denn wo ich gerade von der Berlinale gesprochen habe, es kommt noch ein zweiter Film von der Berlinale, der jetzt im Kino anläuft. Und der ist deutlich weniger bildgewaltig als Against the Ice. Und ich bin mir auch ehrlich gesagt noch nicht sicher, ob ich es mit diesem Film schaffe, euch ins Boot zu holen. Der trägt den Titel Europe, also Englisch für Europa, und ist, soweit ich weiß, das Spielfilmdebüt von Philipp Schäffner und startet am 10. März 2022 in den Kinos sogar oder in manchen kleineren Kinos. Es geht um eine Frau aus Algerien, die aus medizinischen Gründen einen Aufenthalt in Frankreich hat genehmigt bekommen. Und jetzt hat sich ihr Zustand ein bisschen gebessert und ihr wird diese Aufenthaltsgenehmigung entzogen. Der Film begleitet sie da in Krankenhäuser, aufs Amt, zur Reha, bei Busfahrten. Und ja, das war's. Sven, ein Film, der dich auf die Schnelle anspricht? Das Problem ist, dass du gerade eben Europe gesagt hast. Ich das sofort mit der Band assoziiert habe und jetzt die ganze Zeit Final Countdown als Kopfkino laufen habe und denke immer die ganze Zeit, oh nee, das begleitet mich jetzt den ganzen Abend. Aber ansonsten ist es, glaube ich, nicht so eine Sache von Film, die mich anspricht. Ich weiß nicht. Ich habe tatsächlich, ja, Entschuldigung. Ich hätte tatsächlich eine Frage, also weil ich bin so ein typischer, also ich mag Dokus. Ich mag einfach gute Dokumentarfilme. Und wenn du schon sagst, die wird im Alltag begleitet, also zum Krankenhaus, zu den Ämtern und so weiter und so fort, soll da irgendwie so der schwere Weg gezeigt werden, trotz dass man eigentlich in Europa ist, also dass man halt sieht, wie schwierig das ist, wenn man von außerhalb durch diese ganzen Behördenzentralen durchlaufen muss, oder was genau soll da eigentlich gezeigt werden? Also das spielt definitiv eine Rolle, und weil du auch gerade schon Doku sagtest, dieser Regisseur hat zuvor viele Dokumentarfilme gemacht, mit denen er auch schon das ein oder andere Mal bei der Berlinale vertreten war. Und wirklich losgelöst ist dieser Film, auch wenn es jetzt eben sein Spielfilmdebüt ist, eigentlich in keinem Zeitpunkt von diesem Genre. Ich bin ehrlich, ich habe auch nicht mal an die Band oder an das gedacht. Ich hatte einfach nichts. Ich wusste einfach, ich habe gedacht, okay, ja, Ich schaue es mir im Zuge vieler anderer Filme auf der Berlinale mal mit an. Und was man hier bekommt, sind sehr lange Einstellungen, viel Monotonie, auch Wiederholung. Also ich hatte persönlich Besuche auf verschiedenen Ämtern in meiner Nähe, die schon aufregender waren als dieser Film. Und das ist, nehme ich an, durchaus gewollt. Und das ist auch kräftezehrend. Und wenn man sich auf diesen Film einlassen möchte, dann braucht es auf jeden Fall sehr viel Geduld. Noch mehr Geduld als jetzt vielleicht bei Against the Ice, weil da hast du vielleicht sogar mal ein paar Bilder, um dich da abzulenken, dass da nicht so viel passiert. Also durch die Langwierigkeit, die der Film eben an die Zuschauer trägt, überträgt sich halt, oder ja,
fängt der Film den Zustand bzw. die Befindlichkeit der Hauptperson oder der Person, die gezeigt werden, schon irgendwie gut ein und bringt sie auch nah an das Publikum. Also zumindest kann ich das jetzt sagen, ohne jetzt jemals in einer vergleichbaren Situation gewesen zu sein. Ob man sich den aber dann auch so über die Laufzeit hingeben kann und was dann für jeder daraus zieht, das steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Für mich wäre dieser Film eine ganz, ganz, ganz vorsichtige Sehempfehlung und dann aber auch nur für Leute, die sich vielleicht für so ganz nüchtern eingefangenes und gesellschaftlich vielleicht etwas Schürfendes und mal etwas, ja, Kratzendes und gucken, wie ist das so, und sehr, sehr ruhig erzähltes Kino interessieren, das mich zugegebenermaßen auch schon auf eine ganz schöne Geduldsprobe gestellt hat. Okay, jetzt Paul, hast du meine Aufmerksamkeit auf den Film gezogen, ich will ihn sehen. Ernsthaft? Ja, ich stehe total auf solche Filme, aber... Okay, ja, ich, wie gesagt, ich auch, aber selbst ich musste sagen, einmal reicht. Ich wollte gerade sagen, Paul ist überzeugt, ich schaue Against the Eyes. Ja gut, vielleicht kannst du auch einen von den folgenden Filmen schauen, denn jetzt unterbreche ich endlich mal meinen Monolog und übergebe den schwatzenden Staffelstab an Sven. Denn der hat für uns ein Drama geschaut, das ich eigentlich auch unbedingt sehen wollte. Leider bin ich bisher noch nicht dazu gekommen und ich weiß noch nicht richtig, wie ich die Geräusche, die Sven gerade von sich gibt, deuten soll. Aber ich bin gespannt, was du über Blue Bayou zu erzählen hast. Bitte. Okay. In Blue Bayou geht es um Anthony. Anthony ist ein koreanisches Adoptivkind in einer Kleinstadt nähe Louisiana ist er aufgewachsen. Er heiratet dort seine große und einzige Liebe, adoptiert auch das kleine Töchterlein, das da dabei ist. Doch ja, wie es halt so ist, sind Vorurteile, Armut, Hass, Angst und absurde Gesetze, die ihnen das Leben tatsächlich sehr schwer machen. Und als nach einem Vorfall es zu einer fraglichen Abschiebung kommt, spitzt sich die Situation natürlich dementsprechend zu, denn eine Adoption in Amerika bedeutet nicht gleich, dass es vor Abschiebung schützt. Okay, das ist natürlich etwas außerhalb meines Wohlfühlgebiets, aber ich muss sagen, mir hat der Film sehr, sehr, sehr gut gefallen. Oh. Justin Chong kennt man auch aus diversen Komödien noch, hat hier auch Regie geführt. Es sind absolut tolle Aufnahmen. Es gibt viele Bildmetaphern. Es gibt einen wirklich schönen Soundtrack. Wir haben eine Alicia Vikander, die seine Frau spielt, als Löwin, ungeschminkt. Ich habe erst mal 5-mal hingucken müssen, bis ich sie wirklich erkannt habe. Und macht ihre Sache absolut top. Aber eines der wirklichen Highlights ist die Verbindung zwischen Anthony und der kleinen adoptierten Tochter Jessie. Die beiden funktionieren so schön. Das ist Wahnsinn. Also es muss man wirklich sagen, es ist Hammer, uns macht so viel Spaß mit zuzuschauen, wie sich diese Situation halt entwickelt. Auch wenn es natürlich viele Sachen gibt, wo man denkt, was soll denn der Scheiß jetzt? Ach, also jetzt nicht vom Konstrukt her, sondern was halt passiert, wie es passiert. Weil natürlich ist es so, dass die Tochter, die adoptiert worden ist, dessen Vater ist Polizist. Und er darf die Tochter nicht sehen. Und natürlich wird es dann gleich Anthony unter die Nase gerieben. Und ja, daraus entstehen ein paar sehr, sehr unschöne Situationen. Ja, ich sehe, wir steigern uns qualitativ. Nee, ja, es wird nicht. Also es ist nicht. Ja. Es ist, sie haben es wirklich gut hingekriegt, das Ganze nüchtern zu erzählen, auch mit einer gewissen Situationskomik, also es ist jetzt kein Slapstick oder so, aber es sind einfach Sachen, die passieren, die du vielleicht auch selbst schon mal gehört hast. John hat hier tatsächlich die Erfahrungen vieler Immigranten oder Adoptivkinder
zusammengefasst und so ein bisschen die Probleme halt aufgearbeitet. Natürlich hast du auch die gewisse Stereotypen, wo man sagt, ja, die Polizei oder die Einwanderungsbehörde, die gern auch mal auf Jagd geht und sich einfach irgendjemanden schnappt, Hauptsache sie können ein gewisses Erfolgsquotient erreichen. Das fand ich so ein klein bisschen, wo ich gedacht habe, naja, da hätte man vielleicht das ein bisschen anders dahin drehen können, aber das ist wirklich sehr gut. Hat mich sehr überrascht. Das klingt nach einem sehr schweren Thema, aber irgendwie habe ich jetzt Bock auf den Film. Ja, das Thema ist schon schwer, aber wie gesagt, allein schon die beiden zusammen spielen zu sehen und natürlich auch Vikander. Das macht Spaß und es nimmt auch viel von der Schwere. Also der Soundtrack ist jetzt kein hier Europe Final Countdown oder Because I'm Happy, das gibt's natürlich nicht, ja. Sondern das sind leise Klänge, aber es macht einfach Spaß und es harmoniert so dermaßen toll mit diesen Südstaatenbildern, die ja auch eine, trotz ihrer Armut, also die Familie ist ja auch jetzt nicht gerade die reichste, aber es sind halt einfach wunderschöne Sachen, die sie da eingefangen haben oder die er eingefangen hat und das alles zu einem guten Paket zusammengepackt hat. Also ich bin immer noch begeistert. Sehr schön. Soweit ich weiß, ich glaube, er hat letztes Jahr in Cannes Premiere gefeiert und seitdem habe ich zumindest so einen kurzen Blick schon mal drauf geworfen und jetzt muss ich sagen, ich freue mich. Ich möchte den sehen. Einen anderen Film, den ich auch sehen möchte, den aber keiner von uns gesehen hat, der eventuell noch in einer Besprechung die Tage oder in einer der nächsten Ausgaben nachgereicht wird, ist der neue Film von Pedro Almodóvar, Parallele Mütter. Nach dem Kurzfilm mit, ich glaube, Tilda Swinton war es, The Human Voice, kehrt also der spanische Regisseur mit seinem neuesten Langfilm jetzt wieder zurück und auf den freue ich mich auch extrem. Ich habe nur schon so ein bisschen was von ihm mitbekommen. Ich habe natürlich auch die beiden Oscar-Nominierungen, die der Film, ich glaube, für die Filmmusik und einmal für Penelope Cruz eingefahren hat. Also, ich freue mich. Ich weiß nicht, ob ihr das nachempfinden könnt oder ihr denkt jetzt, lasst ihn mal. Ich habe leider keine Ahnung von diesem Film, aber ich freue mich, dass du dich freust. Das ist schön. Schön, dass du dich freust. Das wird dir bestimmt gefallen. Genau, ja. Ich freue mich jetzt über den Film, oder ich weiß noch nicht so richtig, ob ich mich über den Film freue. Ich habe ihn nämlich nicht gesehen. Aber Kathi und Luisa, ihr habt die Dokumentation gesehen? Ja, jetzt genau. Kommt und ich überlasse euch das Ganze, weil ich weiß auch gar nicht, ich könnte diesen Titel auf so viele verschiedene Arten und Weisen aussprechen, aber ich möchte es jetzt nicht versuchen, deswegen bitte. Ja, ich kann auch kein Spanisch, aber ich habe extra vorher nochmal nachgehört. Es heißt Luchadoras. Kommt am 10.3. auch in die Kinos in Deutschland, wie du schon gesagt hast, ein Dokumentarfilm. Und zwar von Paola Calvo und Patrick Jessim, ich weiß nicht genau, wie man die ausspricht. Ja. Und da werden drei Wrestlerinnen begleitet. Und zwar die Lady Candy, Baby Star und Mini Serenita. Ja, und der Titel heißt auf Deutsch übersetzt Kämpferin und um das geht es halt eigentlich auch in mehreren Hinsichten, hätte ich jetzt gesagt, weil die Frauen sind halt Wrestlerinnen aus dem Grund, um sich halt auf den Straßen verteidigen zu können, weil es die Frauenmordrate und Entführungsrate halt sehr, sehr hoch ist. Genau, der spielt nämlich in Ciudad Juarez in Mexiko. Dort findet das Ganze statt. Dort werden die Frauen begleitet. Die sind irgendwann auch da mal gestrandet. Manche sind dort aufgewachsen. Manche sind mal eine Zeit lang weggezogen, mussten wieder durch bestimmte Umstände zurück. Und in Ciudad Juarez ist eigentlich die Mordrate bzw. die Kriminalitätsrate eine der höchsten weltweit. Das gilt für mehrere Städte in Mexiko. Und deswegen haben sie halt auch, ja, du kannst da so wunderbare
Bilder sehen, wie eine ganze Wand nur von vermissten Anzeigen von Frauen von einem Jahr dargestellt werden. Also die Gewaltrate und Mordrate auch an Frauen ist enorm hoch und die Frauen wollen sich halt in irgendeiner Weise verteidigen und gegen diese Missstände auch stärken, um zu zeigen, hey, wir lassen sowas nicht mit uns machen, wir sind stark. Und unter anderem durch verschiedenste Motive haben sie halt auch zum Wrestling gefunden. Ja, genau, das fängt dann auch gleich damit auch irgendwie an, dass so, man hört manchmal so eine, weiß nicht, Radio- oder Fernsehstimme, die dann wieder so meint, ja, es wurde halt schon wieder eine Frau entführt, tot, eine Leiche in der Wüste gefunden, tot aufgefunden. Und dann sieht man halt diese Wrestlerinnen, wie sie halt im Ring halt ihre Matches machen und das halt auch versuchen, halt ihre Leben auch irgendwie halt auf die Reihe zu kriegen und da halt irgendwie, die eine hat zwei Kinder, die in der USA mit dem Vater sind, die sie nicht sehen darf, die wurde irgendwie von ihrem Mann auch geschlagen, die eine traut sich auch nur mit Maske kämpfen, weil sie meint, sie ist hässlich und will nicht erkannt werden und da geht's halt am Tag halt eher um die, was ich sehr, also ich fand den Kontrast irgendwie gut gemacht, am Tag geht's um ihre Konflikte, die sie so haben und wie sie versuchen halt zu überleben und dann in der Nacht sieht man sie halt in diesen Ring steigen und sie sind im Prinzip eine andere Person und kämpfen dort halt. Das ist schon beeindruckend. Ja, vor allem, was ich ganz krass fand, fand ich, hat der Doku-Film super gut herausgearbeitet. Sie sind eigentlich Vorbilder, die eigentlich keine Vorbilder sein sollten, weil die Umstände, in denen sie leben, einfach nicht existieren sollten. Und die haben das auch so ganz krass herausgearbeitet. Du hast einmal diese unfassbar starken Frauen, diese Frauen, die sich wahnsinnig engagieren im Wrestling und auch da super erfolgreich sind. Und gleichzeitig, wenn man sie so im Alltag begleitet, sind es wahnsinnig schöne, sehr, sehr starke, aber auch unglaublich liebevolle Frauen, die halt auch für ihre Kinder da sind, die für ihre Prinzipien einstehen, die kämpfen. Also die eine zum Beispiel kämpft ja wahnsinnig dafür, dass sie ihre Kinder sehen darf. Genau. Weil in Mexiko ist es so, ja, wenn du als Frau Kinder mit einem Mann hast, und du schnappst die Kinder, gehst einfach irgendwo hin, dann kannst du wegen Kindesentführung angezeigt werden. Wenn es der Mann macht, dann nicht. Deswegen hat er auch keine Konsequenzen zu befürchten. Und dieser Doku-Film macht halt auf solche Missstände auch enorm gut aufmerksam. Ja, und ich finde es auch dann beeindruckend, wie sie dann halt den jungen Mädchen auch irgendwie das Kämpfen beibringen und auch sagen so, ja, es geht nicht darum, irgendwie anderen weh zu tun oder so, aber es ist auch irgendwie dafür, dass eine eigene Frust und halt irgendwie im Ring auszulassen, nicht irgendwo anders halt. Ja. Und das war alles schon sehr, also es ist auf keinen Fall eine schöne Topic, logischerweise, aber es ist wichtig, dass es solche Filme gibt und das zeigt, wie auf diese Missstände aufmerksam gemacht wird. Ja, und was mich halt natürlich als Dokumentarfilmliebhaber total gefreut hat, ich würde eher sagen, so ein bisschen ein ruhigerer Dokufilm. Er lässt Bilder sehr viel für sich sprechen. Und genau das kann er halt auch wahnsinnig gut. Du hast halt ganz, ganz viele Szenen, wo du im ersten Moment so denkst, oh, das könnte jetzt eine Szene von uns zu Hause sein, ne? Wo jetzt gerade vielleicht die Omi durch die Tür läuft oder im Hinterhof steht. Aber wenn man dann die Szene noch mal ein bisschen weiter betrachtet, dann sieht man erstmal, dass sie wirklich versucht haben, so eine ganz nüchterne Schönheit zu zeigen und auch so eine da fällt mir eine Szene ganz besonders ein, die eine Frau, die Friseurin, die mit einer Pfanne geschlagen wurde und durch die Tür reinkam. Und Lady Candy war es, die hat sie gefragt, was ist denn mit dir passiert? Und sie sagt ganz nüchtern, ich habe eine Pfanne ins Gesicht bekommen und lacht. Und ja, dann sieht man einfach, dass die, wie stark die mit solchen Situationen umgehen, wahrscheinlich auch, weil sie es müssen, weil, ja, was willst du da auch machen? Ne? Du kommst ja aus der Situation nicht so einfach raus. Leider. Und man sieht dann auch, die eine will ja, wie gesagt, in die USA zu den Kindern und so. Und das ist halt wirklich genau an der Grenze auch dieses Dorf. Und da sieht man auch immer, wie sie dann irgendwie, keine Ahnung, vor dem Zaun oder so herumgehen. Und es ist, ich glaube, ganz am Anfang fällt irgendwie der Satz, bei uns ist die Hölle und auf der anderen Seite ist halt der schönste Ort auf Erden oder so. Ja. Genau. Ja, also, okay. Ja, ich merke, wir haben heute wieder ganz schön viele schwere Themen hier im Gepäck. Wir brauchen dann mal was Aufbauendes. Das wird
werden wir dann noch definitiv noch zu was kommen. Wie sieht's aus? Habt ihr noch was, was ihr zu diesem Film anmerken möchtet? Also, ich würde auf jeden Fall sagen, schau im Film, das Thema ist verdammt wichtig und man darf sich, also, man soll den einfach schauen. Ja, absolut. Also von mir auch, vor allem, weil wir uns, glaube ich, dieser Problematik in Mexiko zwar schon bewusst sind, aber nicht diese unfassbare Tragweite. Klar, ist ja auch super weit entfernt von uns, aber es ist ja irgendwo auch trotzdem noch ein westliches Land und man sieht halt, dass es solche Zustände auch bei uns existieren könnten, wären die Rahmenbedingungen eben die gleichen wie dort. Und so weit entfernt sind wir eigentlich gar nicht davon. Wir haben nur eine bessere Politik und Gott sei Dank keine Drogenkartelle. Und gerade deshalb finde ich es unglaublich wichtig, dass wir den Film, also dass man den Film schaut. Ja, das kann ich nur so unterschreiben. Mhm. Sehr gut. läuft auch im Kino, ne? Genau, ja. Ja. Also ein kleiner. Also ich will ihn sehen. Kein, ja, ja. Sehr schön. Kein Streaming-Release, das wollte ich damit sagen. Ja, gut. Dann, wir brauchen ein bisschen, ich spüre schon, wir brauchen ein bisschen was, was uns vielleicht ein bisschen aufbaut. Ob es gleich dazu kommt, das kann ich nicht versprechen. Denn wir haben jetzt für dich vielleicht, Luisa, als Dokumentarfilm-Liebehaberin, wir haben noch zwei Dokumentarfilme, die jetzt hier kommen, die allerdings auch schon in Einspielern vorbereitet worden sind. Deswegen, ich würde jetzt auch schon sagen, Luisa, du hast hier den Film, den du gerade besprochen hast, hattest du ja heute mitgebracht. Und ich würde sagen, du kannst dich jetzt auch schon ganz sneaky zurückziehen und dir die folgenden Dokumentationen aus dem Backstage-Bereich und so weiter schön zu Gemüte führen. Danke auf jeden Fall an dich, dass du dabei warst heute. Ja, danke für die Besprechung. Danke. Gerne wieder. Und dann genau. Hoffentlich bis bald. Genau. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Und wir hören jetzt, wie gesagt, gleich noch zwei Einspieler. Bevor wir dann vielleicht ein bisschen bessere Stimmung bekommen mit Filmen wie Jackass Forever oder Küss mich, Mistkerl, auf den ich mich schon ganz besonders freue. Ich höre Geister. Jetzt erstmal noch zwei weitere Dokus, die vielleicht in manchen deutschen Kinos starten. Zwei davon folgen jetzt in den kommenden Einspielern von unseren KollegInnen. Es folgen nämlich einmal eine Besprechung von Christopher und Dom zur Dokumentation Der Schneeleopard und zuvor ein Solo zum Film The Case You. Diesen hat Frosty schon vor einer ganzen Weile mal gesehen und mit uns bei einer Ausgabe des Doc-Film-Festivals besprochen. Aufgrund des Kinostarts diese Woche haben wir die Besprechung jetzt nochmal hervorgeholt und einen kleinen Kurzeindruck von Frosty zusammengestellt, der jetzt hier folgt: The Case You von Allison Kuhn ab dem 10. März 2020 im Kino. Bitte, Frosty. Das sind fünf Schauspielerinnen, die man da dann auf einer Theaterbühne tatsächlich sieht, was einem im ersten Moment bei einem Dokumentarfilm etwas befremdlich vorkommen mag, klärt sich dann aber relativ schnell auf, denn das Ganze handelt sich darum, dass diese fünf jungen Frauen sich zusammentreffen, weil sie nun gegen die Verantwortlichen einer Filmproduktion klagen, denn die haben damals ein Casting mitgemacht, was missbräuchlich verlaufen ist, wo die auch alle dann am Ende gar nicht gecastet wurden. Im Fokus des Ganzen steht halt, wie junge Frauen in so einem machtvollen Gefüge. Es geht schließlich um deren Existenz, weil als Schauspielerin brauchst du ja Rollen und für eine Rolle musst du zum Casting gehen. Also das ist nichts anderes, als wenn wir zum Bewerbungsgespräch gehen. Und wie man sich in so einer Situation dann dazu drängen lässt oder auch überrumpeln lässt, dann vielleicht auch Dinge zu tun, die über die eigenen Grenzen hinweggehen. Also das waren dann halt auch so, die sind da ja mit gutem Gewissen hingegangen und die eine ist dann irgendwie abends dann da rausgegangen, hatte dann gedacht, so, oh, das ist ganz schrecklich, hat sich dann irgendwie auch ganz fürchterlich hinterher gefühlt, wurde dann von ihren Eltern abgeholt und hat dann auch gesagt, irgendwie, ich habe da gar kein gutes Gefühl, ich möchte eigentlich morgen nicht wieder hingehen, weil das halt so schrecklich für mich war. Da haben dann die Eltern quasi zu ihr gesagt, so, ja, aber es ist halt irgendwie auch dein Beruf, so, ne? Das
Das ist halt nicht immer nur alles eitel Sonnenschein. Irgendwie, die haben gar nicht verstanden, wie übergriffig das gewesen ist, was da passiert ist und auch wie brutal es gewesen ist. Haben sie dann quasi überredet, irgendwie am nächsten Tag wieder hinzugehen, und am nächsten Tag wurde halt nochmal eine Schippe draufgelegt. Also das waren so übergriffige Sachen, damit musst du halt auch nicht rechnen. Und die haben halt irgendwie sehr schön in diesem Film dann aufgezeigt, so dies, wie dieses Machtgefälle dazu führt, dass Frauen, junge Frauen so unter Druck gesetzt werden. Und so dieses Argument, irgendwie einem jungen, naiven Mädchen seine Naivität vorzuwerfen, weil das heißt ja eigentlich nur, du hast noch nichts Schlimmes in deinem Leben erlebt, um halt abgeklärt genug zu sein, um mit allem Schlimm zu rechnen. Diesen Zustand hast du ja erst, wenn dir schon mal ein bisschen was passiert ist. Also das Menschen vorzuwerfen, das finde ich immer schräg. Dadurch, dass es halt so eine karge Kulisse ist, weil das ist im Grunde genommen nur diese fünf jungen Frauen und ein Stuhl auf der Bühne, unterstreicht das Ganze. Und das ist spannend zusammengestellt. Was dann auch noch spannend ist, das kommt dann auch im Laufe des Ganzen raus, dass halt die Regisseurin selbst auch einen persönlichen Bezug zu dieser Geschichte hat, weil die halt auch mit bei diesem Casting damals war. Die hatte damals anscheinend irgendwie auch noch den Plan gehabt, vielleicht selbst Schauspielerin zu werden. Und was ich halt auch noch erwähnenswert finde, ist, dass also die Frauen gehen halt mit ihrem richtigen Namen in den Film rein, aber es wird halt niemand Konkretes beschuldigt. Ne? Also man hört keinen Namen von den Beschuldigten. Und ich glaube, das macht es auch ein ganz guter Ansatz, um halt mal in den Fokus zu rücken, dass es halt wichtig ist, wirklich Menschen einfach erstmal zuzuhören und zu glauben und nicht immer gleich mit irgendwie diesen ganzen Vorwürfen, die damit verbunden sind, in vielen Diskussionen, die man so ja in der Öffentlichkeit oft hat. Also das ist, glaube ich, ein ganz geschickter Ansatz, damit umzugehen und das Thema so ein bisschen mal zu streuen, ohne irgendwie jemanden direkt mit dem Finger irgendwie drauf zu zeigen. Auf jeden Fall von mir eine glatte Empfehlung. Irgendwie, ich fand ihn, er zeigt halt schön so diese Dynamik, die notwendig ist, um so, obwohl man ein schlechtes Gefühl hat, über die eigenen Grenzen hinwegzugehen. Insofern ist das, glaube ich, ein Film, der gut Verständnis dafür wecken kann, wie so eine ungute Dynamik entsteht, dass Menschen über ihre eigenen Grenzen hinweggehen und wie so Machtmissbrauch auch funktioniert. Es ist mal wieder Doku-Zeit bei uns beim Telestammtisch. Genauer gesagt Tierdokumentation. Und dafür haben wir natürlich wieder unseren Fachmann am Start. Ihr kennt ihn alle, ihr liebt ihn alle. Und auch wenn er Synopsis wie kein anderer beherrscht, macht das bei Tierfilmen vielleicht dann doch nicht ganz so viel Sinn, oder? Wie ist es? Hi, Christopher. Du hast recht, Dom. Außerdem müssen wir auch etwas stiller sein. Wir könnten sonst den Leoparden verjagen. Ach so, ja, genau. Und damit reden wir über Der Schneeleopard, der am 10.3. in die deutschen Kinos kommen wird, der auch schon in Cannes lief und über den ich einiges schon gehört habe. Aber klär uns doch mal auf, worum geht's denn hier, abgesehen vom wahnsinnig subtilen und wenig sagenden Titel? Wir begegnen hier dem Naturfotografen Vincent Munier, der eine innige Freundschaft pflegt zu dem Abenteurer und Schriftsteller Sylvain Tesson. Und Vincent überredet Sylvain, ihn zu begleiten in das tibetische Hochland. Dort sucht er eine vom Aussterben bedrohte Rasse, genauer gesagt einen der allerletzten Schneeleoparden. Und die beiden begeben sich dorthin und wandern und wandern und wandern wirklich sehr, sehr lange vor sich hin und sind einfach überwältigt von dem, was sie da sehen. Sei es die Landschaft als auch die Tierarten, die man in kaum einem anderen Teil der Welt zu sehen bekommt. Und im Laufe dieser langen Reise eröffnet Vincent seine Philosophie und was er daran so liebt. Und Sylvain ist einfach nur absolut fasziniert davon und entdeckt auch völlig neue Seiten an sich selbst. Das Schätzen der Natur, die Philosophie, die damit einhergeht und was man auch daraus für sich mitnehmen kann, wenn man dann in die Zivilisation zurückkehrt.
Und abgesehen von fantastischen Panoramen und eben dieser sehr mühsamen Suche nach diesem Schneeleoparden, steht hier eben auch, ganz untypisch für eine Naturdokumentation, die Freundschaft dieser beiden Männer im Mittelpunkt und wie sie sich gegenseitig beeinflussen und ihren Blick auf die Welt prägen. Das klingt für einen Dokumentarfilm, muss man ja sagen. Das klingt dafür erstaunlich narrativ. Das erinnert mich dann an sowas wie Land des Honigs, der ja fast schon eine Dramaturgie hat wie ein richtiger Spielfilm. Und das scheint hier auch sehr gut zu funktionieren, wie ich da schon raushöre. Ja, es ist weniger narrativ, aber es ist halt sehr, sehr human, um es mal so zu sagen. Mhm. Es ist wirklich komisch, das zu beschreiben, aber es ist eine Naturdoku, wo der Mensch im Mittelpunkt steht und das beißt sich nicht mit dem eigentlichen Thema. Weil du bekommst halt all die Informationen über die Natur, das tibetanische Hochland, ja, ein paar Eremiten, die hier leben und auch die verschiedenen seltenen Tierarten, die es hier in Hülle und Fülle gibt. Also die beiden sehen eine Menge verschiedene Tiere, bevor sie dann im letzten Drittel tatsächlich nach langem geduldigen Warten den Schneeleoparden erblicken. Aber was dieser Film hier wirklich großartig macht, ist das, wo so viele Naturdokus dran scheitern. Ich habe mich drüber aufgeregt, du hast dich drüber aufgeregt, eine Menge Leute regen sich darüber auf. Ja. Halt das Pseudophilosophische, dieser aufgedrückte ESO-Kitsch, der jede dieser Dokumentationen oft zu einem wahren Martyrium macht für den Zuschauer, wo man sich denkt, hört doch endlich auf, mir das hier zu verkaufen, als wäre das hier eine Sinneserfahrung. Das macht er hier tatsächlich hervorragend. Ich glaube, das ist die erste Doku, der das wirklich gelingt. Und das liegt auch an dem Voice-Over von Sylvain Tesson, der die ganze Zeit diese Reise hier beschreibt. Und einfach merkt, wie bei ihm da eine Horizonterweiterung stattfindet, die er nie für möglich gehalten hat. Wie er mit Vincent durch diese Landschaft geht und dann auch irgendwie immer wieder Dinge sagt wie: In meinem alten Leben oder was ich vorher immer als Schriftsteller und Redner gemacht habe, war von Termin zu hetzen, von Vortrag zu hetzen, wo ich dann den Leuten erzählt habe, es würde ihnen gut tun, wenn sie ihr Leben mal entschleunigen. Und ja, ich komme mir jetzt umso dümmer vor, jetzt wo ich tatsächlich hier bin. Und wie Vincent ihm das auch näher bringt. Er sagt, wie oft begeben wir uns in schöne Landschaften und wir nehmen uns nie einen Moment Zeit, um das wirklich zu würdigen, die Schönheit zu würdigen. Wir bemerken sie sogar oft kaum, wenn wir einfach da durchgehen und eigentlich nur unser Ziel vor Augen haben. Und im Gegensatz zu so vielen anderen Dokumentationen dieser Art wirkt das niemals kitschig, küchenphilosophisch oder aufgedrückt. Du hast wirklich das Gefühl, da sind zwei Männer, die erleben etwas, was sie von Grund auf verändern werden. Und sie werden auch nie wieder dieselben sein, wenn sie dann in die Zivilisation zurückkehren. Ja, es ist tatsächlich ja auch eine Bestseller-Verfilmung. Also es basiert tatsächlich auf dem Buch von Sylvain Tesson. Und ich nehme an, dass es deshalb vielleicht auch so eine gewisse Form oder gewisse Dramaturgie mit sich bringt. Was ich hier noch sehe, ist, dass die Musik von Nick Cave und Warren Ellis ist. Also ja. Nick Cave, dem Musiker, da muss man ja nichts mehr großartig zu sagen. Wie funktioniert das denn hier? Oder also wie hoch ist der Anteil da? Die ist wunderbar eingestreut, weil das muss man auch sagen. Die Inszenierung hier, die hat einen ganz guten Rhythmus. Es ist nicht immer wieder ständig das Gleiche, dass man ab einem gewissen Punkt einfach die Lust am Zusehen verliert. Sondern die Regisseurin hier, die das ja zusammen mit Vincent Munier gemacht hat, die hat ein Gespür dafür, wann man mal die Tonalität wechseln sollte. Weil wenn du sehr lange Passagen hier hast, wo du Sylvain Tesson aus dem Voice-Over sehr viel erzählen hörst, gibt es danach sehr lange Passagen, wo du einfach nur die Musik hörst von Nick Cave und Warren Ellis. Und das ist dann einfach eine sehr schöne, willkommene Abwechslung. Du bekommst an einem Punkt sehr viele Informationen und dann hast du mal minutenlang Szenen, wo du einfach nur diese unglaubliche Natur genießen kannst, untermalt auch mit der sehr schönen Musik, bevor man dann wieder zu persönlichen Passagen mit den beiden zurückkehrt. Also der Flow, der dadurch erzeugt wird, der hebt das auch von dem anderen Doku einerlei sehr gut ab. Ja, das klingt fast schon, wie du es beschreibst, eigentlich mehr wie so eine
Doku über sowas wie beispielsweise den Jakobsweg, also fast schon ein bisschen so eine Aussteiger-Story. Macht mich tatsächlich jetzt auch neugierig. Die Frage ist jetzt nur, also der Dreh- und Angelpunkt beziehungsweise der Fixpunkt des ganzen Geschehens ist ja wohl trotzdem dieser Schneeleopard. Kommt der denn genug zur Geltung oder hat der dann am Ende eigentlich nur so ein bisschen Screentime? Ja, man kann das eigentlich gut zusammenfassen mit der Weg ist das Ziel. Also es geht darum, dass die Suche nach dem Schneeleoparden, die lehrt halt Vincent auch, wie wichtig eben Geduld ist. Dass Geduld als Tugend enorm unterschätzt wird. Und Sylvain lernt dadurch eben auch, Geduld mit ganz anderen Augen zu sehen und mehr zu schätzen. Sie kommen halt in bestimmte Ecken, wo der Schneeleopard war. Sie sehen seine Fußspuren. Sie wissen, hier und da wird er in Erscheinung treten. Und ja, wenn er dann kommt, dann sieht man ihn nicht sehr lange. Aber es ist umso befriedigender, einfach zu sehen, dass sich das für diese beiden Männer gelohnt hat. Mhm. Und die Bilder, die sie dann auch von ihm einfangen. Das ist das wirklich Bereichernde am Schluss dann auch zu sehen. Sie haben diese Strapazen auf sich genommen und sie werden auch am Ende dann für ihre Geduld und Durchhaltevermögen auch belohnt. Und da spielt es dann weniger eine Rolle, dass man den Schneeleoparden nicht so häufig sieht, weil, wie gesagt, das wirklich Beeindruckende an dieser Naturdoku, obwohl es ganz klar sich als Naturdoku kategorisiert, ist, dass hier die Reise dieser beiden Männer im Mittelpunkt steht. Okay, ich muss sagen, den werde ich mir bestimmt irgendwann mal ansehen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der auf der großen Leinwand eventuell wirklich sogar wirken könnte. Du hast ihn ja jetzt nur als Screener gesehen. Trotzdem würde ich dich da um dein Fazit bitten. Ja, ich war absolut positiv überrascht. Im Bereich Naturdokumentation habe ich sowas eher selten gesehen. Da würde ich jederzeit sagen, immer bitte mehr davon. Klar, irgendwo gibt es dann eben doch Passagen, wo er eben einer klassischen Naturdoku nahe kommt, halt Voice-Over über Bildmaterial gelegt, wo man halt dann nur über die Tiere spricht und deren Gewohnheiten und Geflogenheiten, da kommt man nicht dran vorbei. Aber alles in allem hat der eine Tiefe und auch eine stimmige Atmosphäre, die ich bei sowas ehrlich noch nie gesehen habe. Also da war ich schon über alle Maßen überrascht und ich gebe dann, ja, doch verdiente 4 von 5 Schneeleoparden. Das klingt wirklich sehr, sehr gut. Also die wird, ja, die könnte eventuell auch schnell im Fernsehen landen, kennt man ja bei solchen Dokus. Könnt ihr euch gern natürlich aber auch selber, eventuell sogar im Kino, also wenn man sich den Trailer ansieht, der hinterlässt schon echt Eindruck, ob jetzt von den Bildern oder auch von der generellen Atmosphäre her, was man ja bei so Dokus eigentlich eher selten erlebt. Ab dem 10.3. im Kino, Christopher ist ziemlich begeistert, ist ja auch mal eine schöne Abwechslung und damit sagen wir Tschüss. Ciao, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ciao, ciao. Danke an unsere KollegInnen, die das hier im Vorfeld aufgenommen haben und eingesprochen haben. Und ich bin tatsächlich auch von der Schneeleopard ein bisschen überrascht. Ich hätte nicht erwartet, dass das tatsächlich so positiv ausfällt. Und auch wenn ich kein großer Dokumentarfreund bin, wie jetzt vielleicht die Luisa, ich bin ein bisschen angefixt. Mal sehen, ob ich irgendein Kino oder irgendwas finde, wo das hier laufen wird. Ansonsten tut's die Arte-Mediathek dann wahrscheinlich auch. So, um jetzt mein bester Freund. Um jetzt die Stimmung ein bisschen zu heben, haben wir jetzt ein paar Filme, über die wir uns vielleicht ein bisschen streiten, die aber vor allen Dingen auch mal ein bisschen in die Komödienrichtung reingehen. Aber bevor wir zum nächsten Film kommen, möchte ich erst noch zwei Herren in der Runde begrüßen, die nämlich eben gerade zu uns gestoßen sind. Ich habe hier jetzt noch einmal den Kenny. Hallo. Einen traumhaft wunderschönen guten Abend. Und den Werner, der hat sich auch noch zu uns gesellt. Hallo. Hallo zusammen. Sehr schön. Wir haben jetzt hier in der Fünferrunde noch das ein oder andere Filmchen am Start. Und wir fangen, ich hoffe, es ist eine gute Laune-Kanone. Ich bin ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ich kenne weder das Franchise noch habe ich irgendwas davon gesehen. Sven, Jackass Forever. Oder erstmal vielleicht in die Runde. Wie könnt ihr mir mehr erzählen über dieses, was ist es? Ist es überhaupt ein Franchise? Ist es ein Film? Ist es, was ist das? Paul, ich glaube, es ist Alter. Ich habe auch keine Ahnung von Jackass. Okay, ich kann nur. Werde ich euch kurz aufklären. Es ist ein Monster-Franchise, zumindest in Amerika. Bei uns
war es Ende der 90er, Anfang 2000. Ja, hab ich ja gesagt. Kam auf MTV halt diese, ich nenne sie mal Sketche, Selbstversuche von, was passiert, wenn ich mir in die Eier einen Taser schießen lasse oder wenn ich mir mit der Bratpfanne in die Eier hau oder wenn ich mir Babykrokodile an die Eier hänge oder... Ich sehe ein Muster. Genau. Also Eier kommen sehr hoch. Eier ist wirklich das bevorzugte Material. Aber ansonsten, ja, gut, in Amerika ist es halt wirklich, also ist es explodiert. Wie es bei uns jetzt war, ja gut, die beiden, ich glaube, so, gut, der dritte weiß ich jetzt noch nicht, aber die beiden ersten Filme hatten deutlich guten Absatz und ich glaube, da gibt es auch definitiv eine Community, die da den Jungs die Eier hält. Zählst du zu dieser Community? Ich muss sagen, früher habe ich es als mal auf MTV ganz gerne geguckt, außer wenn es halt dann an die richtig groben Sachen ging, wie auf den Grill kotzen, braten und der andere muss es essen. Das ist was, da bin ich dann auch definitiv ausgestiegen. Also da habe ich gesagt, okay, gut, jetzt habt ihr eine Grenze erreicht, die möchte ich nicht weiter überschreiten. Und Jackass Forever ist jetzt, also keine Ahnung, ist okay. Jetzt die Filmversion, ist das eine Fortsetzung? Ist es eine Wiederbelebung? Also es ist eine Wiederbelebung, weil die Herren um Johnny Knoxville, Steve-O und Konsorten ja jetzt auch etwas älter geworden sind. Aber sie haben sich gedacht, hey, weißt du was, der Scheiß hat die ganze Zeit funktioniert, warum funktioniert er nicht nochmal? Und in Amerika war Jackass Forever sehr, sehr erfolgreich. Also da kommt bestimmt noch was nach. Ansonsten hätten wir hier das Typische. Also du hast halt, da gibt's keine Story oder so, sondern das ist einfach eine Aneinanderreihung von Videoclips, wie ja, zum Beispiel der härteste Knockouter der MMA-UFC-Serie einem Typen in, ja, ich nenn's mal Windeln, ungebremst, volle Kanne, mit Handschuhen, in, und jetzt seid ihr dran, wo reinhaut? Die Eier. Richtig. Und zwar volle Lotte. Ja. Ich liebe und es. Ja, es gibt halt noch ein paar andere Clips, aber es ist nichts Neues. Ich meine, sie sagen es ja selbst, ja, der alte Scheiß funktioniert auch heute noch. Ich muss sagen, ich war irgendwann echt gelangweilt und ich habe den Humor eines Fünfjährigen, aber ich habe ein paar Mal wirklich gelacht, okay, das gebe ich zu. Aber ansonsten ist das 90 Minuten nur, muss das jetzt sein, oder müsst ihr die Eier jetzt in Monster-Mega-Format zeigen? Das, ne? Und ach, also die Sachen mit Strom, wenn sie sich gegenseitig ein bisschen geteasert haben und so oder hier durch eine Teaserwand rennen müssen, oder fand ich ganz okay, aber der Rest ist ausgelutscht. Also ja, ich konnte nicht mal mehr teilweise lachen. Also okay. Ich war froh, als es vorbei war. Also bei uns kam der Film recht positiv an. Ich muss zugeben, ich habe ihn nicht gesehen, aber der lief bei uns in der Sneak Preview im Kino. Und ich habe die Bewertung und die Kommentare dann anschließend lesen können. Also der hat es bei uns fast auf 4 Sterne geschafft, 4 von 5. Und ja, also das Publikum bei uns war sehr angetan. Die Kommentare aber, die waren sehr negativ, komischerweise. Also da stimmt was nicht. Ich glaube, ich würde dann doch lieber noch mal Europe gucken. Von wohin? das hier, na, oh Gott, Kenny. Willst du den sehen? Unbedingt, ja. Also ich bin mit Jackass aufgewachsen. Ich war so, zu einer Zeit war ich Teenager, da hast du halt nur bekloppte Kumpels gehabt und da hast du halt zu dritt, zu viert den Scheiß im Fernsehen geguckt bei MTV. Und es war halt großartig. Dann kamen damals die Kinofilme raus, dann diese Remasters, die später noch kamen. Also Jackass 1, da hat er dann Jackass 1,5 und 2,5 und sowas. Und die sind einfach großartig. Das ist halt richtig hohler Humor. Aber da sind auch geile Sachen dabei, zum Beispiel, wo, ich weiß gar nicht, wer es war, aber da wurde jemand in ein Dixi-Klo gesetzt, was unten voll war mit Fäkalien. Und es wurden 2 riesengroße Seile drangehangen an solche Kräne. Also so Bungee-Seile. Und da wurde das ganze Dixi-Klo in die Luft geschossen. Das ist einfach so ein. Und dann halt mit Kameras natürlich drinnen gefilmt, wie die ganze Scheiße dann natürlich nach oben schwebt und
die Person, die drin sitzt, quasi drin geduscht wird. Es ist einfach großartig. Wenn man sieht, man muss darüber lachen können, ne? Das heißt, also es gibt gewisse Leute, die haben darüber lachen können. Es haben halt einfach gewisse Leute diesen Humor, die mögen das und für die ist das gemacht. Und dann gibt es welche, die können es halt nicht, die sollen es halt auch nicht gucken. Also hast du diesen Humor, du hast ihn halt nicht. Und wenn du die ersten Filme geil findest, hast du auch Bock auf den. Sobald die immer älter werden, denkst du so, eigentlich müssten die aber irgendwann mal erwachsen werden und die werden es halt nicht. Und wenn man sich so mal anguckt, Steve O zum Beispiel hat ja auch einen Podcast, der macht ja ständig irgendwelche Touren mit seinem Bus durch Amerika und quatscht da mit allen möglichen Leuten, erzählt seine Drogengeschichten und dies und das. Obwohl das total bekloppt ist, macht es irgendwie Spaß, dem Typen zuzuhören. Und von daher bin ich da voll offen dafür, also habe ich Bock drauf. Ich schaue mir Johnny Knoxville dann doch lieber bei der WWE an, bei SmackDown. Da sehr schön. Wrestelt der jetzt auch noch? Gut. Wrestelt der? Er wird wahrscheinlich wrestlen, so ein Fun-Match anscheinend bei WrestleMania. Also will ich als Fan nicht unbedingt sehen, aber na, das Programm ist unterhaltsam. Dumm, aber lustig. Das ist genau so. Das ist ein schönes Stichwort eigentlich auch. Ja, gut. Nein, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt eine gute Überleitung zum nächsten Film ist, denn ich fand den auch nicht lustig. Kenny, Werner und ich haben noch einen Film gesehen, nämlich Küss mich, Mistkerl. Ja, ey, keine Ahnung. Will einer von euch sagen, worum es geht? Weil, ja. Ey, ich verstehe gar nicht, was los ist. Ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht, aber... Oh Gott, jetzt geht das hier los. Da geht es um, die Lucy Hutton, oder wie man die ausspricht, und ihren lieben Kollegen Joshua, die sitzen zusammen im Büro und haben den ganzen Tag nichts Besseres zu tun, als sich gegenseitig böse Blicke zuzuwerfen, sich gegenseitig irgendwie zu ärgern, zu verarschen. Und ja, im Grunde genommen ist es einfach nur... gegenseitiges Mobben, kann man fast sagen, Mobbing am Arbeitsplatz. Und das Ganze schlägt dann irgendwann um in eine, kleine Romanze und dann nimmt halt eben das Ganze seinen Lauf, um das mal so kurz zu fassen. Also ich möchte bitte mal noch die Hintergründe ein bisschen weiter erörtern. Es ist ja, klar, du könntest jetzt jeden Job nehmen, du hast ein Büro, da sitzen die beiden drin, aber die beiden arbeiten in einem Verlag. Und warum sitzen die überhaupt in einem Büro? Weil dieser Verlag wurde von einer Firma aufgekauft und fusioniert. Und jetzt konkurrieren quasi zwei Kollegenkreise aus verschiedenen Firmen jetzt gemeinsam, weil sie jetzt gemeinsam in einer Firma arbeiten. Und die eine Truppe ist eher so, ja, wir wollen Bücher veröffentlichen. Es geht quasi, es ist eine Verlagsfirma, ja, und die wollen Bücher veröffentlichen. Und die eine Sorte der Leute, das ist die alte Firma, möchte halt so ehrlich sein, die wollen ehrliche Leute, die wollen lieb sein, die wollen, dass wirklich alle möglichen Bücher veröffentlicht werden, dass quasi die Leute wirklich ihre Geschichten erzählen können. Und die anderen wollen nur so, ey, wir wollen Erfolg, wir wollen Bücher verkaufen, so. Ja? Und dann ist die eine Seite so ein bisschen so, oh ja, die Welt und alles ist schön. Und die anderen so, ey, Business, Business, Business. Und so treffen diese zwei Welten aufeinander. Ja, das sieht man dann auch schön. Man könnte jetzt jede andere Firma, also man könnte wirklich jedes Berufsfeld nehmen und das einfach da in den Film einfügen, es ist egal. Ja, aber das, was du gerade beschrieben hast, das sieht man dann auch schön in dem Büro, in dem die beiden sitzen. Da hast du die Seite vom Joshua, ne, komplett grau oder dunkelblau und alles sortiert bis zum geht nicht mehr. Dann wechselst du die Seite zu Lucy und du siehst einfach, wie ihr Teil vom Büro komplett bunt eingerichtet ist und leicht chaotisch. Also das hat man da zumindest so im Detail schön rauslesen können. Also sind die zwei natürlich auch aus den verschiedenen Firmen, sonst wäre es ja auch fade, oder? Genau, also es geht quasi um die Zukunft dieser Firma, wie es dann weitergeht. Dass die beiden noch konkurrieren, wenn es geht darum, dass eine Stelle gesucht wird oder eine Stelle geschaffen wird und die beiden quasi diese Stelle haben möchten, dann quasi miteinander konkurrieren. Okay. Und dabei feststellen, dass sie sich eigentlich gar nicht hassen, sondern vielleicht doch Gefühle füreinander haben. Überraschend. Ja, und sowas hat man ja auch überhaupt noch nicht gesehen, ey. Ja, Mann, ganz ehrlich, ist dieser Film, jetzt warte mal kurz. Also ganz ehrlich, dieser Film, der hat mich irgendwie dran erinnert, als wäre, keine Ahnung, als wäre irgendwie in den 90ern oder so schon gedreht worden und jetzt ist er irgendwie aufgeploppt, weil er einfach, also, ich hab fast alles an diesem Film gehasst. Diese total glatt geleckten Hochglanzfiguren, bei denen nicht ein Haar sich krümmt. Dann hast du sie als ja fast schon Dummchen oder dir passiert immer der Slapstick, die kann nicht richtig in ihren Schuhen laufen da. Er hingegen, er ist der Richtige.
Er ist der richtige Mann. Dann möchte ich jetzt auch mal sagen. Moment, er sitzt da mit seinem großen Oberkörper. Und sie träumt auch noch, nachts von ihm genommen zu werden. Und ich denke mir, oh Leute, sag mal, was soll denn das? Das will ich doch heutzutage nicht mehr sehen. Was ist denn das für ein... Oh. Du hörst dich genauso an wie meine Begleitungen. Oh Gott. Wir müssen mal kurz erwähnen, wer spielt da überhaupt mit? Also die Lucy Hutton wird gespielt von Lucy Hale. Ha, ja. Lucy. die kennt ihr aus Pretty Little Liars. Ich habe eine gute Freundin, die liebt Pretty Little Liars. Und ich habe da so geschrieben, ey, ich gucke gerade den neuen Film mit Lucy Hale. Und die ist sofort ausgerastet. Da habe ich da ein Bild geschickt oder ein kleines Video von dem Film. Und die so, oh mein Gott, Lucy Hale. Die liebt die. Also die würde echt mit jedem Schluss machen und dann Lucy Hale nehmen. Ist eine sehr schöne Frau. Und das Ding ist, das ist eine sehr attraktive Frau, die auch schon diverse Deals mit irgendwelchen Unterwäschefirmen hatte. Ja, das ist eine sehr attraktive Frau. Wenn man... Also ist halt natürlich Geschmackssache, ne? So, dann spielt sie aber in dem Film quasi so ein bisschen das Mauerblümchen. Das heißt, das musst du erstmal schaffen, als attraktive Frau es zu spielen, dass du mit deiner Attraktivität nicht umgehen kannst, dass sie so tollpatschig ist und sowas. Das kommt irgendwie, ja, nee, gut rüber, es funktioniert. Ganz dann ehrlich, dann stellst du ihr als Gegenspieler so einen sexistischen Mistkerl hin, von der Sorte Mann es schon so viel, vor allen Dingen in den früheren Komödien gibt und die ich einfach wirklich satt bin irgendwie zu sehen, weil sie mich einfach so, Entschuldigung, ankotzen. Und dann verkaufst du das hier noch als, ach, kleine so Liebesgeschichte und am Ende offenbart sie ja noch das Beste, die ganze Mentalität, die da mitspringt, so, keine Ahnung, als sie da dann um den Posten da konkurrieren und sich aber am Ende rausstellt, ja, der Mann, der hatte schon lange einen anderen Job, oder was weiß ich, ist davon schon, ja, ich hab gesagt, ist vollkommen egal, ist abgesprungen, dann sagt sie dann noch, ja, wir haben dir das nicht gesagt, weil wir wollten dich zu deiner Höchstleistung anspornen. Alter, weil, boah, wenn die Menschen durch Konkurrenz zur Höchstleistung angespannt worden, dann ist der Mensch dahinter völlig egal. Dieser Film hat mich echt so aufgeregt, ey. Und dann geht der auch noch fast 2 Stunden, ey. Aber wir sollten auch mal ein bisschen den Blickwinkel wechseln, denn ja, der Film ist extrem vorhersehbar, er ist kitschig bis zum geht nicht mehr und das nimmt ihm auf jeden Fall eine ganze Menge Spaß, muss man einsehen, aber er war teilweise auch wirklich lustig. Also ich fand ihn in manchen Punkten wirklich unterhaltsam. Ich musste teilweise ganz angenehm lachen. Nichts, woran ich mich ewig erinnern werde. Aber ich würde den Film nicht so schlecht bezeichnen. Also ich hatte ein paar gute Momente. Also wenn die Figuren wirklich so gezeichnet sind, wie der Paul gemeint hat, dann habe ich absolut sowas von null Bock auf diesen Film. also für mich gar kann nicht. Ich sagen... Für mich wird er definitiv in meiner Flop 10 wahrscheinlich des Jahres landen. Dieser Film hat mir einfach, ich hatte schon nicht mit vielen gerechnet, allein schon wegen des Titels, aber ich wollte mal, ja, vielleicht gibt er doch was, aber es tut mir leid. Können wir mal über den Titel reden? Weil er heißt ja im Deutschen. Wir reden jetzt schon fast. Und er heißt im Original The Hating Game. Wo ich sage, okay, da könnte eigentlich auch das Hassspiel heißen, ne? Ich finde auch, man hätte aus diesem Prinzip da, man hätte auch ein schönes Kammerspiel vielleicht draus machen können, wenn man das nur in dem Büro hätte spielen lassen. Ja, ich komm. Okay, sagen wir haben jetzt schon viel zu lange über diesen Film geredet, aus meiner Sicht. Ich habe noch so viel zu sagen dazu. Dann bitte, dann hau noch kurz raus. Ich gebe dir noch, bis hier unser Timer die 60 Minuten anzeigt. Okay. So viel? Der Film hat trotzdem seine Stärken. Also wir haben ja noch den bösen Joshua. Nein, hat er nicht, aber bitte. Den bösen Gegenspieler Joshua, der dann im Büro sitzt. Das ist gespielt von Austin Starwell. Der spielt bei zum Beispiel 12 Strong mit oder auch bei Whiplash. Das ist einer der konkurrierenden Schlagzeuger, der da die Hauptrolle mitspielt quasi. Ja, aber ändert nichts, dass sein Charakter... Ja, ist... Wir wissen, dass du den Film nicht magst. Er hat aber seine Stärken, er hat ein gutes Bild. Das heißt, das Bild ist immer scharf, du hast keine ständige Wackelkamera. Du hast eine gute Bildqualität, ohne Mist. Da sind auch interessante Kamerafahrten dabei. Ich möchte jetzt mal eine Szene in den Fokus stellen. Und zwar geht es eigentlich um Fokus. Die beiden stehen in einem Fahrstuhl
Und der Fahrstuhl hat quasi einen Spiegel an der Wand. Und da steht der Joshua quasi mit dem Rücken zum Spiegel und sie steht quasi direkt vor ihm. Das heißt, du siehst von ihr den Hinterkopf, aber du siehst ihr Gesicht im Spiegel. Und am Anfang ist der Fokus auf ihn und er sagt was und dann plötzlich geht der Fokus auf den Spiegel und du siehst ihr Spiegelbild quasi. Und dieser Wechsel, dieser Fokus, die Kamerafahrt, die war echt gut gemacht. Also der Film hat seine technischen Stärken, definitiv. Du kannst über die Story sagen, was du willst, aber er ist technisch gesehen gut gemacht, außer wenn es dann wirklich um Anführungsstrichen Special Effects geht. Es gibt eine Szene, wo die beiden im Auto sitzen und sich unterhalten, dann steigt der eine aus, dann stellst du fest, ey, die haben das nicht auf einer Straße gedreht, sondern in einem Greenscreen. Und das hast du definitiv gesehen. Und das war halt so merkwürdig, weil der Film bis dato eigentlich immer gut und sauber aussah. Und dann hast du so eine Stelle, wo du denkst, so, sauber, ja, sehr sauber, hochglanz. Ja, ist wirklich sauber, ja. Und ja, eben. Und das ist auch natürlich ein Problem. Das ist keine Stärke hat, in meinen Augen. Das ist und er hat richtig gute Musik. Ja, ich hab neben meinem Handy da gesessen mit Shazam und habe regelmäßig die Songs getaggt, weil sie sehr gut waren. Das ist Zeit mein ist abgelaufen. Fazit. So, das war's, danke. Ja, aber ich will auch noch kurz, ich fand zum Beispiel auch, dass die beiden absolut keine Chemie hatten. Also ich habe den null abgekauft, was zwischen denen passiert ist. Und aber ich will, warum reden wir hier schon fast eine Viertelstunde über diesen Film? War ja gut, Lucy Helms, ich möchte es nicht zugeben. Ich möchte auch noch was sagen. Also ich werde ihn mir angucken, reden wir lieber. Allein schon, damit Paul wieder eskaliert. Ich finde Paul, der Wörter wie er hat sie genommen und Alter, ja, das passt so gut zu deinem Wortschatz und du überschlägst dich ja wirklich vor Hass. Ich glaube, ich werde diesen Film lieben. Ja, das ist ein bisschen, ja, gut. Anderes Thema, Iran, andere Film. Ferner und ich haben den gesehen. Das war keine Überleitung, das war ein versuchter Befreiungsschlag. Werner und ich, wir haben noch einen anderen Film gesehen, nämlich Untimely. Der am 10. März auch im Kino startet von Poyua Esther Hardy. Geht 118 Minuten. Werner, möchtest du ganz kurz zusammenfassen, um was es geht? Würde ich gerne machen, aber der Film ist eigentlich fast inhaltsleer. Also da geht es um unseren Hauptcharakter Harmin, der ja ist beim Militär, steht am Wachturm und ja, man sieht, was in seinem Leben passiert ist. Und es kümmert keinen. Das war's. Okay, ja, ich merke schon den Enthusiasmus, den ich bei Küss mich, Miss Kell hatte, den hast du jetzt so ein bisschen übernommen. Ich wünschte, ich hätte deinen Enthusiasmus. Das wäre noch gut. Nein, also du hast recht, man sieht eben, wie er so ja sein bisheriges Leben so ein bisschen Revue passiert, weil es gab vorher einen Vorfall, der das Ganze vielleicht so ein bisschen anstößt und daraufhin reflektiert er seine Vergangenheit, auch das Miteinander mit seiner Schwester und vielleicht auch, was ihm oder ihr oder der Familie auch in der Vergangenheit passiert ist. Das Ganze ist ein Spielfilmdebüt. Und ja, Werner, fang du doch mal an, was du für eine Gedanken. Ich habe eine leise Ahnung, wohin es bei dir geht, aber ich überlasse dir erstmal das Feld. Also, dieses Ereignis, was du gerade angesprochen hast, ist das einzige Ereignis in diesem Film. Also, der Film geht 78 Minuten. Und abgesehen von diesem einen Punkt, was du gerade ansprichst, ich glaube, in den ersten 5 Minuten passiert da eigentlich nicht wirklich viel. Also, ja, du siehst diesen Typen, weißt nicht, wer er ist, also ist er dir komplett egal. Dann passiert eine Kleinigkeit und man schneidet zu einer anderen Thematik, zur Vergangenheit. Und du denkst dir, okay, wir reden über die Vergangenheit von jemandem, der mich nicht interessiert. Schauen wir mal, vielleicht bringt's ja was. Dann wird erzählt, gezeigt. Man redet über die Kultur und, oder was heißt redet? Man zeigt die Kultur dort und ich kann darüber nichts sagen, weil ich davon keine Ahnung habe. Aber das tut ja nichts zur Sache, dass der Film einfach komplett inhaltsleer ist. Er versucht uns die Vergangenheit zu verkaufen, wenn einen nicht einmal die Gegenwart interessiert. Ja, ich halte den Film nicht für inhaltsleer, denn das, was du gerade gesagt hast, das macht er ja über die Vergangenheit. Über die Vergangenheit erzählt er uns ja, was bringt er uns ja diesen Charakter näher. Ich hatte mein Problem damit eher tatsächlich mit dem Anfang, weil ich fand, dass gerade diese Begegnung, auch das Aufeinandertreffen, dieses Vorfall, der dort geschieht,
Der war schon ein bisschen sehr hölzern gespielt und auch die Affekthandlung, die da geschieht, die war ein bisschen, puh, okay, war ein bisschen plötzlich, aber ist halt letztendlich dazu da, um das anzustoßen, was wir eben dann sehen. Und das, was dann gezeigt wird, das wird nicht auf so eine, ja, auf so eine Flashback-Weise erzählt, sondern das, ja, da nimmt es sich gerne mal so ein paar auch vielleicht gestalterische Freiheiten und springt dann in der Zeit herum, erzählt mal von der Kindheit, erzählt dann mal zur etwas näheren Vergangenheit oder mal gibt's Blenden zu seiner Schwester und deren Hochzeitsvorbereitungen. Und das ist eher ein Film in Fragmenten. Dieses Kriegsszenario, in dem er sich befindet, diese Gegenwart, die wird nur angeteased und auch nicht mehr. Das braucht es aus meinen Augen auch nicht, weil der sich Film eben diesen Charakter oder beziehungsweise mehr seine Vergangenheit ergründen will. Ich fand ihn jetzt auch nicht so richtig, ich nenne es mal eindrucksvoll, weil er mir doch ein bisschen zu zerklüftet war. Also ich hatte manchmal das Gefühl, die Flashbacks sind so ein bisschen vielleicht zusammenhangslos oder dann auch nicht immer so mit der richtigen psychologischen Tiefe angereichert, sodass man denkt, ja, da hätte man jetzt vielleicht allein mal ein bisschen mehr auf die Charaktere eingehen oder auf die emotionale Ebene vielleicht mit reingehen können, auch die mal über Dialoge was erzählen lassen, worauf der Film sich vor allen Dingen verlässt und worin er auch wirklich stark ist, das sind seine Bilder. Teilweise. Die sind schon für ein Spielfilmdebüt finde ich die schon sehr, sehr toll. Ja, also da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Das ist etwas, was ich auch mir notiert hatte zu dem Film, einfach, dass er teilweise ein paar schöne Bilder hat und er versucht, viel über die Bildsprache zu vermitteln. Aber in meinen Augen gelingt das dem Film nicht wirklich. Was unter anderem aber auch daran liegt, dass ich die Kameraführung katastrophal fand. Der Film hat so viele Nahaufnahmen, dass man teilweise denkt, da ist irgendwie was schiefgelaufen, weil du siehst einfach nur den Körper vom Fuß bis zur Brust und der Kopf fehlt in gefühlt 9 von 10 Szenen und du denkst dir einfach nur, was ist das für eine Kameraführung? Zu nah, man sieht den Kopf nicht und danke, ich verzichte. Okay, ich will noch kurz zwei Sachen möchte ich einmal anmerken. Ich fand ihn für das, was er sein will, nämlich eine Charakterstudie, war er mir einerseits zu sprunghaft und dann eben auch nicht ausreichend in dem, was er dann gezeigt hat und erzählt hat. Also da hätte er umfassender vielleicht auch ein bisschen noch die Gegenwart mit reinspielen lassen können oder auch, ja, einfach noch die Beziehung zu seiner Familie vielleicht noch deutlicher machen können. Ich hätte auch nichts dagegen gehabt, wenn der Film noch ein Stückchen länger gewesen wäre. Er reicht also nicht an sowas ran, was man jetzt vielleicht von iranischen FilmemacherInnen wie zum Beispiel Abbas Kiarostami kennt. Das ist er nicht. Aber mit seinen Bildern kann er schon durchaus wirksam sein. Die kann man auch unterschiedlich deuten. Und ich glaube auch, dass diese Kameraführung, gerade dieser Blickwinkel zum Beispiel nur auf die Schuhe oder nur auf die Beine, das fand ich zum Beispiel eher interessant, als dass es mich gestört hat. Und vielleicht noch einen kleinen Hinweis. Man sieht hier ja auch das ein oder andere Tier, was vielleicht da vor laufender Kamera geköpft wird. Da vielleicht eine kleine Triggerwarnung herausgegeben. Ich finde, es ist ein interessantes Spielfilmdebüt, was viel Potenzial hat, wo an der einen oder anderen Stelle definitiv noch mehr draus gemacht werden könnte oder woraus sich ein herausragender Filmemacher vielleicht sogar entwickeln könnte. Ich würde keine komplette Abratung geben, aber auch vielleicht eine vorsichtige Empfehlung wäre zumindest auf Spielfilmdebüts oder vielleicht auch auf das iranische Kino oder so steht. Schaut da mal rein. Also die Stimmung, sage ich mal, die hat der Film recht solide eingefangen. Also der Film fängt an und man merkt sofort, okay, das wird jetzt keine Komödie, das wird kein Horrorfilm, sondern da herrscht eine gewisse traurige Stimmung und da legt man auf jeden Fall einen guten Grundton. Und mein Interesse war ja auch da, muss ich zugeben. Also ich wollte wissen, was hat es mit dem Charakter auf sich, aber da schafft es der Film einfach nicht, einen abzuholen. Das Schauspiel, wie du gesagt hast, das war mehr schlecht als recht. Und ja, irgendwas war da noch, was ich sagen wollte.
Ach genau, was mich auch genervt hat, war das viele Shisha-Gerauche von den alten Leuten. Das hat mich so genervt, dieses Geblubber. Ich gucke mir einen Film an und alle 5 Minuten hörst du einfach nur blub, 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 blub. Alter. Ist mir ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen. Die haben Shisha geraucht. Also, das ist auch der Grund, wieso ich nicht in Shisha-Bars gehe. Ich hasse dieses Geblubber von den Dingen. Okay, ja gut. Dazu habe ich keinerlei Verbindung, deswegen ist es mir wahrscheinlich auch nicht aufgefallen. Ja, puh, das waren jetzt, ja, wilde 3 Filme. Mensch. Kenny und Werner, an dieser Stelle danke ich euch vielmals, dass ihr die Filme angeschaut habt und dass wir hier drüber reden konnten, denn ihr könnt euch jetzt gleich wieder in den Backstage-Bereich verkrümeln, während wir hier noch ja quasi in die letzte Phase dieser Shots-Ausgabe gehen. Danke an euch! Ich sag auch sehr danke gerne. Und stay safe, ne? Jo, komm, Werner, wir gehen auch. Jetzt saufen. Wir gehen nach Shisha rauchen. Viel Spaß! Ciao! Tschüss! Tschüss. Ciao, ciao! So, perfekt. Und wir haben jetzt noch, ich glaube gar nicht mehr so viele, 4 Filme haben wir noch, 2 Einspieler, über 2 was reden wir hier noch und auf 1 was freue ich mich noch, das verrate ich jetzt noch nicht. Das könnt ihr ja vielleicht, steht's hier schon irgendwo, ihr liest es in den, aber ich freue mich dann noch auf ein Gespräch von Kati und Sven. Wir machen jetzt noch fix vorher 2 Einspieler, nämlich zu was, Kati? Ja, genau. Wir haben es auf 2 Einspieler, nämlich einmal The Boys Diabolical von Torben und Patrick. Und danach habe ich die liebe Nina vor einem Jahr, glaube ich, schon zu Vaters Land interviewt. Und das hätte dann auch noch. Also viel Spaß damit. Wir alle kennen das MCU und wir sind alle auch Fans irgendwo ein bisschen von DC. Mit Superman, Batman und Aquaman aufgewachsen. Doch was passiert, wenn diese Helden absolute Arschlöcher sind, die wir alle am liebsten ja in die Sonne schießen würden? Darüber reden wir heute, nämlich über den Ableger von der Serie The Boys, die Animationsserie The Boys Diabolical auf Amazon Prime. Und mit mir meine ich meinen alten Kollegen Patrick. Hi. Ich bin Torben und wie gesagt, heute geht's um The Boys Diabolical. Und Patrick, sag uns doch mal, was passiert da drin? Also The Boys Diabolical ist so eine Art Kurzfilm-Anthologie, ähnlich wie Animatrix, Batman Gotham Knights oder eben zuletzt Love, Death and Robots. Und wir haben hier 8 kurze Cartoons mit unterschiedlichen Stilen und einen sehr namhaften Cast quasi produziert wurden. Unter anderem haben wir Simon Pegg, Anthony Starr, Francis Conroy, Kevin Smith, Don Cheadle, John DiMaggio. Also es ist ein wirklich absurd genialer Cast, wie es gerne so ist bei Animationssachen. Und in diesen 8 Kurzfilmen geht es unter anderem zum Beispiel um Homelanders ersten Einsatz. Wir lernen Soldier Boy kennen, der in der 3. Staffel auch eine große Rolle spielen wird. Der erste Anti-Held, der rangezüchtet wurde. Wir erleben ein paar Mal, wie die Compound-V-Droge an Menschen zufällig getestet wurde oder wie ein Superheldenbaby im Looney Tunes-Stil für Chaos sorgt. Das ist sehr spaßig, das ist sehr blutig. Das haut auch ein paar Mal richtig schön auf die Kacke, wie man es von The Boys gewohnt ist. Und ich denke, dass wir da so ein paar Themen auch angeteasert kriegen, die in der 3. Staffel jetzt dann wahrscheinlich eine Rolle spielen werden. Ich bin gespannt. Ich habe auch die ersten beiden Staffeln damals sehr schnell weggesuchtet hintereinander. Ja, man hat hier wirklich jede Folge einen eigenen Animationsstil an den Tag gelegt. Mal ist es eher comic-mäßig gehalten, dann ein bisschen abstrakt. Es gibt sogar eine Folge, die sehr Rick und Morty zeichenstil-lastig ist. Das ist wahrscheinlich auch von denselben Machern. Das erkennst du schon an diesen komischen kreisförmigen Augen da. An diesen ja, diese Kritzelaugen, das sind yeah. keine Punkte, sondern diese, wie so mit Bleistift hingekritzelt. Mhm. Und ja, jede Folge hat so ein, ist so 15 bis 20 Minuten lang, also so schön zum Wegsnacken und hat eine in sich geschlossene Geschichte. Man könnte sagen, es ist das What-If im The Boys-Universum. Also was What-If beim MCU ist. What-If hat aber ein bewährtes Szenario gewählt. Und hat dann die Marvel-Charaktere in andere Richtungen gelenkt. Da kannst du dir schon vorstellen, dass das in dem Boys-Universum spielt.
Also das widerspricht denen nicht, das gibt den Ganzen keinen neuen Spin, sondern das ist eher so eine Erweiterung der Welt, würde ich sagen. Es ist hier und da eventuell auch ein bisschen abstrakt weitergedacht. Also man kann es auch als eigenständiges Projekt betrachten. Also als freigelöst würde ich es erstmal sehen. Aber ich kenne auch die dritte Staffel noch nicht. Und du hast ja vorhin schon gedroppt, dass da ein paar Sachen oder Verweise schon drin sind auf das, was uns jetzt bald bevorsteht. Aber Achtung, wenn ich da jetzt loslege, das könnte Spoiler zu Staffel 2 beinhalten. Deswegen, ja, ihr solltet das eh nicht hören, wenn ihr Staffel 1 und 2 nicht gesehen habt. Also jeder, der mit dem Superheldenanspruch reingeht, dass das mal so ein happy Ding sein wird, dem müsste schon die FSK schrecken. Soweit ist noch nicht mal die Realserie gegangen, aber diese Serie darf ordentlich auf die Kacke hauen. Du hast hier wieder mal alles. Es ist so herrlich kaputt schon in den ersten Episoden mit fehlgeschlagenen Experimenten und nicht nur Superhelden mit Laseraugen und Superkräften, sondern das ist echt schon teilweise Vollkretins, die hier am Werk sind, bis hin zu, das ist kaum noch zu toppen. Es ist eben eine Welt voller Arschlöcher, wie du es gesagt hast. Das andere sind eben super Arschlöcher und das andere sind einfach nur Arschlöcher. Aber ja, ich glaube eben, dass der Status quo, der wurde ja mit dem Ende der zweiten Staffel quasi geendet. Da wurde ja angeteasert, dass die Boys jetzt, wie es in den Comics der Fall war, Compound V auch kriegen. Also, dass sie jetzt den Helden vielleicht in der Straßenschlacht ebenbürtig werden, weil die jetzt auch auf dem Stoff sind, den Helden ausmachen, vielleicht dadurch in so einen inneren Gewissenskonflikt geraten. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen, weil dafür waren es einfach ein, zwei Folgen zu viel, wo zufällig Menschen an Compound V gekommen sind und die dann mit solchen Auswirkungen zu kämpfen hatten. Ja, du kannst aber auch maximal das Zeugnis der Filme auch ins Gegenteil verqueren. Nicht nur Superhelden, sondern auch super unnütze Fähigkeiten oder Auswüchse haben, die dir im Endeffekt nicht viel bringen oder ja, die du an anderen Stellen dann komposinieren kannst. Ja, da ist die Kacke am Dampfen. Wortwörtlich. Was war denn so deine, das sind 8 Folgen, da können wir, glaube ich, eine gute Schnittmenge rausziehen, deine Top 3 Episoden. Was sind so deine Highlights? Bei mir war es unter anderem diese dritte Folge mit dem Dealer, weil wir da auch einfach Simon Peck als Yui gehört haben und der war im Prinzip auch die Vorlage für Yui in den Comics. Der hat in der Serie den Vater gespielt und den jetzt auf Yui zu hören, fand ich klasse und vor allem, dass wir da mal so einen klassischen Einsatz der Boys haben. Das war schon cool. Das war quasi auch die einzige Folge, wo Butcher quasi aufgetaucht ist. Ja, Billy Butcher. Dann fand ich die Folge mit der Kacke so herrlich dumm. Das hatte bei mir Mr. Hanky-Vibes. Ja, das stimmt. Und ja, Homelanders ersten Einsatz, weil ich diesen Charakter einfach so genial abgefuckt finde. Der war für mich das Highlight in Staffel 1 und 2. Und ja, wie es aktuell die Presse sagt, ist er wahrscheinlich der Schauspieler gar nicht mal so weit entfernt von Homelander selber. Dazu kommen wir gleich. Also da bin ich mit der Auswahl der Folgen tatsächlich auch bei dir. Ich finde auch, der Dealer ist mein absolutes Highlight, meine Lieblingsfolge, gerade auch mit Billy und wie herrlich drüber das einfach ist, diese öffentliche Show und wie sie es dann kaschieren wollen, diesen Fehlschlag, wo einfach mal zwei Superhelden draufgehen und dann müssen es die Seven irgendwie klären, scheiße, wie kriegen wir das daraus? Oh ja, okay, das ist die Lösung. Was dann genau, darauf möchte ich eingehen, aber es ist herrlich kaputt. Was auch was hatte, war die zweite Folge, ja, wie ergeht es den ausgesetzten Kindern in einem Kinderheim, die sich an ihren Eltern rächen? Die war auch so herrlich durch mit diesen abgefuckten Kiddies eben, die maximal nutzlose Fähigkeiten teilweise haben, aber sie dann nur zu einem Zweck einsetzen. Und bei der dritten Folge, ja, 1 und 1 ergibt 2, eben Homelanders erster Einsatz, die letzte Folge, er und Black Noir. Interessantes Ding, das meinte ich auch im Vorfeld, dass man das als eigenständiges Ding sehen kann, weil du nimmst Homelander eigentlich als das absolute Alpha-Tier wahr, aber dann innerhalb dieser Folge wird dann erklärt, dass er dann am Anfang doch ein sehr kleines Licht war. Ja, das könnte zum Beispiel auch andeuten, dass er vielleicht in Staffel 3, ähnlich wie The Deep, sowas wie vielleicht einen Läuterungshandlungsstrang bekommt. Es werden ja in der dritten Staffel anscheinend ein paar mehr neue Helden auf die Welt losgelassen. Ich
habe die Theorie, dass ein paar davon vielleicht größere Arschlöcher sein könnten als Homelander und dass er sich vielleicht auf die Seite der Boys vielleicht schlagen muss. Das wäre mal ein netter Twist. Das wäre eine starke Theorie. Wäre ein netter Twist, aber die Frage wäre, ob gerade so ein Hardliner wie Billy the Butcher das eben ja so einfach hinnehmen würden. Wahrscheinlich weniger. Natürlich nicht. Wenn die alte F-Homelander auf einmal anfängt, die Seiten zu wechseln. Nee, es würde auch widerlegen, was Billy in der Dealer-Folge gesagt hat, als er den Dealer da erpresst hat. Dass F nicht fliegen können, angeblich. Homelander kann's, der kann fliegen. Aber es haben sich in der Serie schon einige immer wieder auf die Seite der Boys geschlagen. Ja, mal so zeitweise, immer wenn es genützt hat. Mhm, eben. Und wenn den jetzt jemand verdrängen will, dann nimmt er natürlich seine Feinde und will die mit denen wahrscheinlich ausnocken oder die gegen die anderen Helden ausspielen. Das kann ja auch intrigenmäßig passieren, dass er sich auf die Seite schlägt. Bleibt abzuwarten. Aber du sagtest ja, du hättest eventuell noch einen Happen für uns. Einmal bezüglich des Schauspielers Homelander, weswegen du glaubst, dass es ihn ab Staffel 4 nicht mehr unter den Seven geben wird. Der Anthony Starr, der Schauspieler von Homelander, hat sich jetzt wegen den Dreharbeiten mit Guy Ritchie, da hat er sich in der spanischen Kneipe geprügelt und hat 2 Jahre auf Bewährung bekommen. Und wir kennen das ja, wie diverse Firmen mit Stars verfahren, die unangenehm auffallen. Die werden irgendwie ersetzt. Vielleicht wird die 3. Staffel die letzte sein mit ihm. Das werden wir sehen. Und wir sind keine Klatschpresse. Aber das jetzt dann nicht kurz zumindest erwähnt zu haben, wäre auch wahrscheinlich falsch. Wie gesagt, ich glaube, dass Compound V noch eine größere Rolle spielt. Soldier Boy wird auch anscheinend eine größere Rolle spielen und ich denke auch, das Worldbuilding wird in der Hinsicht auch nochmal größer. Also, es gab da so eine Schule quasi für Anwärter für die Seven. Da haben sie dann immer rekrutiert, wenn jemand ausgefallen ist oder ermordet wurde, dass dann da jemand neu dazugekommen ist. Vielleicht sehen wir auch diese Rekrutierungsschule dann irgendwie, weil im Prinzip wurde uns Diabolical damals so verkauft. Diese Rekrutierungsschule haben wir eigentlich gar nicht gesehen. Deswegen glaube ich, werde die vielleicht in der Serie auch noch eine Rolle spielen. Möglich ist es. Ja, dein Fazit. Bock auf eine 2. Staffel, wie siehst du die 1? Ich fand die Staffel, die hat Spaß gemacht. Die macht auf jeden Fall Bock auf die 3. The Boys-Staffel. Aber ich würde mir für eine 2. Staffel von Diabolical so ein bisschen was Eigenständigeres, Durchgeknallteres erhoffen, dass es dann auch auf so ein Love, Death and Robots Level läuft, weil gerade diese Welt um The Boys würde einfach deutlich mehr Durchgeknalltes hergeben. Aber das ist für mich eine solide 3 von 5 sprechende Kackhaufen. Sehr gut. Ich habe mich schon gefragt, wann die Anspielung kommt. Ja, wunderbar. Sehe ich genauso. Eine 2. Staffel würde ich mir wünschen. Da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, aber es ist auch herrlich erfrischend, wieder was für zwischendurch zu bekommen, gerade wo wir ja auf die 3. Staffel auch so ein bisschen warten, die Fangemeinde. Ich gebe der Staffel tatsächlich, aber weil sie mich auch sehr gut innerhalb von 2 Tagen oder eines Abends, eines Vormittags sehr gut erhalten hat, eine 4 von 5 sprechenden Kackhaufen, weil ich es einfach so herrlich drüber und kaputt fand. Es hat mich vollends unterhalten und ich hätte mir noch sehr viel mehr gerne von diesem durchgeknallten Humor angesehen. Das ist pures Gold einfach für jeden The Boys-Fan und jeden, der auf die Thematik steht, wie es denn Superhelden denn so geht oder dass sie eben so sind, wie sie sind. Gut. Jo. Dann danke ich dir, Patrick. Gerne. Und ich würde sagen, wir hören uns in Bälde dann wieder beim nächsten Thema, zu was das auch immer sein mag. Bin ich mal gespannt. Dann macht's gut da draußen, passt auf euch aus und bis zum nächsten Mal. Tschüdelö. Bis dann, Leute. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Besprechung. Mein Name ist Kathi und mit mir dabei ist die Nina. Hallo. Hallo. Du hast einen Film gesehen, der heißt Vatersland. Magst du mal erzählen, was da geht? Es wird die Geschichte von Marie erzählt. Sie ist 48 und ist vom Beruf Filmemacherin, aber sie steckt voll in der Krise und
schafft es einfach nicht, ihr Drehbuch zu schreiben, was sie schreiben will. Und dann stehen da noch eines Morgens so eine richtig riesige Holzkiste, steht halt bei ihr im Wohnzimmer. Diese Kiste ist voller Fotos und Filmaufnahmen aus ihrer Kindheit, weil der Vater war Werksfotograf und hat da halt mit Fotografie und Filmen halt zu tun gehabt und hat auch in seiner Freizeit leidenschaftlich gerne fotografiert. Ja, Marie war halt sein Objekt immer, was er gerne abfotografiert hat und was er gerne gefilmt hat. Deswegen mit diesen ganzen Aufnahmen, mit diesen ganzen Fotos wird sie zurückgeworfen in ihre Kindheit, in ihre Jugend. Das ist sehr ergreifend, weil das ist halt, spielt alles dann in den 50er, 60er eher. Das geht halt von, als sie jung ist, als ihre Mutter stirbt an Krebs, bis hin zu der Oberstufe, wo sie dann halt immer mehr rebelliert gegen ihren Vater. Und dann hat man nochmal den Zeitsprung zu dem Zeitpunkt, wo halt sie 48 ist. Und das ist sehr interessant, finde ich, weil man kriegt immer so mit, so diese deutschen Filme, die sich mit Nachkriegsgesellschaft und sowas beschäftigen, meistens aus der Sicht von Männern. Und hier hat man halt die Sicht von einer Frau. Klingt es aber auch nicht so, als wäre das ein super Feel-Good-Movie. Nee, überhaupt nicht. Also es ist wirklich, der Film ist auch richtig lang. Der hat, glaube ich, so knapp 2 Stunden. Und die fühlt man halt. Das ist halt alles sehr schwermütig. Man muss da wirklich richtig sich reinknien wollen und sich damit auseinandersetzen wollen. Es zahlt sich dann aus, diesen Film wirklich zu schauen und sich da 2 Stunden durchzuknien, wenn man Interesse dran hat. Ich fand den halt so ein bisschen teilweise sehr verwirrend im Sinne von, ich konnte nicht so richtig zuordnen, wann das genau spielt. Aber das ist halt so ein bisschen schwierig, so die Zuordnung, wann spielt was. Dadurch, dass 3 Mädchen Marie spielen, wird es halt ein bisschen deutlicher. Okay, und du hast ja schon gesagt, es ist autobiografisch von der Regisseurin und Drehbuchautorin. Und ich nehme mal an, das merkt man dem Film auch an, dass der sehr persönlich dann ist. Ja. Aber funktioniert das dann als Spielfilm und nicht als Doku, diese Geschichte? Total. Die Art und Weise, wie das erzählt wird, halt mit dieser alten, ich sage alten, aber in Anführungsstrichen alten Marie, die sich an ihre jüngere Zeiten erinnert, finde ich halt sehr gelungen. Man fühlt mit ihr mit, und aber denkt sich manchmal auch so, was für ein scheiß Blag. Ganz grob gesagt. Willst du noch was sagen? Wenn nicht, dann würden wir zum Schluss kommen. Mhm. Okay, ja. Was für eine Bewertung würdest du dem geben dann? Ich gebe dem Film 3 von 5, weil ich das sehr interessant finde, so diese Nachkriegszeit aus der Sicht einer Frau. Aber die 2 Stunden, die habe ich richtig krass gespürt. Und ich war auch teilweise so ein bisschen verwirrt, wie, wo, wann und vor allem auch das Wo halt vor allem. Ich glaube, das spielt die ganze Zeit in Köln, aber sie fahren, glaube ich, auch sehr oft nach Österreich oder so. Also ich habe da nicht so wirklich verstanden, wie die Familienkonstellation so aussieht. Und das hat mich auch dann ein bisschen verwirrt. Deswegen 3 von 5. Okay. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Danke sehr geehrte an die Vergangenheits-KDI. Was gibt's da zu lachen? Ich habe schon den Abspann gehört. Nein, gar nichts. Was? Nein, sowas kommt nicht vor bei uns. Noch ist nicht Schluss, noch haben wir das ein oder andere, aber nur noch wirklich wenig. Um genau zu sein, haben wir nämlich noch einen Film, den hab nur ich gesehen. Der trägt den Titel Mord in Saint-Tropez. Ist eine französische Komödie. Und ob diese mich besser unterhalten kann als Küss mich, Mistkerl, das erfahrt ihr jetzt. Ist ja nicht schwer, naja, oder? Nein, stimmt. Schwer ist es nicht. Und ich kann auch schon zu viel vorweg sagen, ja, hat sie. Aber nicht so viel mehr. Um was geht's? Ja, wir haben viele reiche Leute, die kommen in einem irgendeinem Sommerhaus zusammen und dann wird aber einer der Gäste sozusagen Opfer eines vermeintlichen Mordanschlages und einer der besten Polizisten des Landes soll eben auf diesen Fall angesetzt werden. Blöd nur, dass irgendwie gerade jeder seriöse Detektiv oder jeder seriöse Polizist da gerade Urlaub hat, weil es ist halt Sommer. Und deswegen übernimmt dann Kommissar Bolin oder so den Fall. Und ich sag mal so, der ist nicht gerade für seine Kompetenz in seinem Fachgebiet bekannt. Er ist etwas kräftiger, arrogant und ja, hat dann eben seine eigenen Methoden, wie er dem Übeltäter da auf die Schliche kommen möchte. Und daraus entspinnt sich dann eben so ein bisschen, ja, einerseits
ein kleiner Kriminalfall, andererseits so ein bisschen auch Parodie auf eben solche Filme, die auch in Frankreich mal in waren vor ein bisschen etwas längerer Zeit. Und ja, ja, was soll ich sagen? Wir haben viel Slapstick hier. Zu den größten Lachern in Anführungszeichen zählen zum Beispiel der Herr, wenn er vom Stuhl fällt oder wenn er in der Werkstatt in die Grube unter einer Hebebühne fällt. Also auf diesem Niveau bewegen wir uns in etwa. Das wird nie richtig so infantil, also es ist nie so Pipi-Kaka-Humor, aber es ist jetzt halt auch nicht, ja, ach Mensch, wisst ihr, Komödien machen es mir echt nicht einfach. Es ist nicht dein Genre, gell? Nee, aber der war zumindest nicht so, also ich habe mich über den nicht so aufgeregt, wie jetzt zum Beispiel vor kurzem noch Küss mich, Mistkerl. Weil er war zwar auch, also er steckt zwar auch so ein bisschen eben, weiß nicht, in den vielleicht 70ern oder so, wo das Genre da mal in war, so da steckt er fest, aber er versucht das Ganze natürlich auch so ein bisschen zu überspitzen und das zu parodieren. Die Charaktere, die sind alle total überspitzt, aber keiner von diesen Charakteren hat auch irgendwie so einen richtigen Charme. Da gibt's die Schönheit natürlich, es gibt einen Muskelprotz, da gibt's den Hysterischen. Alle Charaktere sind auch irgendwie so ein bisschen anstrengend. Und ach, keine Ahnung, es wird auch Witze gemacht, zum Beispiel über jemanden. Es gibt einen Herrn, der redet immer mit so einer sehr piepsigen Stimme und darauf wird sich natürlich drauf aufgehangen. Es gibt viel Gekreische. Was man trotzdem irgendwo sagen muss, ich habe den SchauspielerInnen hier das eher abgekauft als den von Küss mich, Mistkerl. Und ich habe den auch gesehen, die hatten schon Spaß, wo die das gedreht haben. Und ich hätte wahrscheinlich auch Spaß, wenn ich das so drehen würde. Aber der Spaß hat sich nicht über die komplette Laufzeit dann auch auf mich übertragen. Also, ja. Fazit für mich, diese Folge, viele Komödien scheinen in der Zeit festzustecken. Sich einfach, ja, dasselbe nochmal zu zeigen oder sich zumindest so ein bisschen parodistisch zu überhöhen. Das rettet den Film für mich vielleicht vor einer kompletten Katastrophe. Aber sonst der Rest. Für einen Nachmittag oder so, oder wahrscheinlich für Freunde von Komödien oder so, ist es noch mal ein bisschen mehr wert und hat auch so den typischen, vielleicht französischen Charme. Aber ja, für mich jetzt auch nicht das große Highlight der Ausgabe. Ich freue mich drauf. Ich mag Clavier, ich mag französische Komödien. Ich habe dann bestimmt meinen Spaß. Richtig, ach, das muss man sowieso sagen. Also wir haben hier, was die französische Darstellerriege angeht, haben wir hier schon echt ein paar große Namen dabei. Das sei vielleicht noch gesagt. Jeder, der den Trailer oder jeder, der da mal reingeblickt hat, der wird es wahrscheinlich auch schon wissen. Und ich denke, dass man damit dann durchaus für die Zeit, wie der Film läuft, dann durchaus seine Freude haben kann, auch wenn es jetzt nicht meine Komödie war. Gut. Ich sehe jetzt hier noch ein paar lose Punkte auf meinem Programm stehen. Erstmal noch kurz eine kleine Ankündigung, denn obwohl wir jetzt hier schon fast seit anderthalb Stunden dran sind, wir haben nicht jeden Filmstart in diese Ausgabe bekommen, weil einfach so viel auch anläuft, natürlich auch im Streaming-Bereich. Deswegen wird es wahrscheinlich nochmal diese Woche eine kleine Mini-Streaming-Ausgabe geben mit unter anderem der Besprechung zu Rot, dem neuen Pixar-Animationsfilm, der am 11. März auf Disney Plus startet und unter anderem auch der Besprechung zu The Adam Project, der, glaube ich, bei Netflix läuft, auch ab dem Freitag. Aber da ist auch das Embargo noch nicht gefallen, deswegen haben wir den ein bisschen ausgelagert. Da kommt aber nochmal eine Spezialfolge dazu. Ansonsten, Kati und Sven, überlasse ich euch jetzt das Schlachtfeld. denn ja, Kati hat es auf jeden Fall freiwillig geguckt. Ich weiß noch nicht ganz, warum Sven oder wie Sven da drin hängt. Aber ihr, beziehungsweise du, Kathi, wolltet über die Ochsenknechts reden. Ja, also auf Sky läuft jetzt diese Reality-Soap namens Ochsenknechts mit Jimmy Blue, Wilson Gonzalez, Cheyenne Savannah und der Natascha Ochsenknecht und ihren Freunden. Und ich habe ja so einen Fable auch für so, weiß ich nicht, ATV, Trash-TV-Serien und so, sowas wie Teenager werden Mütter oder Love Island, was auf der Delle so läuft.
mit einer Freundin von mir schaue ich das sehr gerne. Und wie ich herausgefunden habe, dass es sowas über die Ochsenknechts geben wird, war ich so, yo, ich komme vorbei und wir schauen die ersten Folgen. Sie so, yo, mach mal. Das haben wir dann und es war Gold wert. Also, so viel Spaß hatte ich selten bei sowas. Okay. Sven, wie steckst du da drin? Sky hat die ganze Zeit halt Werbung gebracht, ja. Ach Gott, die deutschen Kardashians und bla bla bla. Und irgendwann wirklich habe ich gedacht, ey, jetzt leck mich am Arsch, jetzt muss ich doch tatsächlich mal reingucken. Entweder finde ich es kacke oder ich finde es total scheiße. Aber ich habe mit diesen Trash-Dingern einfach, ja, ich gebe es zu, ich habe eine Zeit lang habe ich Kardashians geguckt. Das ist aber auch schon locker etwas länger her. Aber ich kann mit so Sachen wie Dschungelcamp oder hier Kinder werden Mütter. Oder Kinder werden Mütter, ja. Kinder werden Mütter. Ja, irgend so. Mit sowas kann ich halt überhaupt nichts anfangen. Aber ich dachte halt, ja komm, guckst du halt mal rein. Und ich habe mir das angeguckt und habe zwischendrin wirklich überlegt, ey, soll ich mir vielleicht tatsächlich ein bisschen Farbverdünner holen, damit ich das danach direkt wieder vergesse? Weil es tut mir echt leid. Also ich bin vielleicht einfach zu alt dafür. Das kann einfach, wahrscheinlich sein. Ich meine, die wilden Kerle waren halt meine Kindheit. Also Jimmy Blue Ochsenknecht, Wissen Gonzales Ochsenknecht, also in den wilden Kerlen, das war halt, wie ich jung war, war das halt innen. Das habe ich halt geschaut. Und deswegen fand ich es dann halt. Und deswegen lustig, ich weiß. Und deswegen fand ich es dann halt einfach, das sind halt Leute, mit denen ich actually was anfangen kann. Weil so Kardashians, mit denen, das hat mich auch nie gereizt, mit den Leuten, ich kann mit den Kardashians nichts anfangen, aber mit Jimmy Blue, auch so ein bisschen Gonzales, kann ich was anfangen als Personen halt. Ich weiß, wer die sind, ich weiß, was sie für einen Werdegang hatten. Einfach, weil das halt damals in war durch die wilden Kerle. Und deswegen fasziniert mich das, glaube ich, auch so. Nee, das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Also, ich krieg alle schon bei den Namen, kriege ich Haarausfall. Auch wenn immer viel da ist. Aber ich habe mit denen halt null Berührungspunkte. Klar weiß ich, dass sie bei Wilde Kerle und so mitspielen. Aber ansonsten, als ich mir das da angeguckt habe, ich weiß halt auch nicht. Ich traue der ganzen Sache halt überhaupt nicht mehr über den Weg. Ja, das ist bestimmt genauso geskriptet wie Dschungelcamp oder sonst was. Ja, das ist doch scheißegal. Also das ist doch, also ich meine, darum geht's doch nicht. Also ich schaue mir doch nicht an, weil ich glaub, dass das real ist. Schau mal doch an, weil es Spaß dann, macht. Ja, und was macht dir denn Spaß? Was macht dir dran Spaß, wenn sich, sorry, aber ich muss es einfach machen, wenn sich dann eine Cheyenne, allein für den Namen könnte man schon, also ich meine, da kann sie ja nichts dafür, war die nicht aber jetzt da können bei die Eltern Dance? Schon. Keine Ahnung. Egal, jedenfalls, die sitzt da und gibt Sachen von sich, wo ich teilweise wirklich, wirklich am IQ der Menschheit Zweifel. Ja, aber schau, stell dir Folgendes vor. Es ist Abend. Ich bin zu einer Freundin da gefahren. Wir sind auf der Couch gesessen, haben Bier getrunken, Pizza gegessen und nebenbei ist Ochsenknechts gelaufen. Da brauche ich nicht mehr. Und dann schaue ich das an und denke mir so, zum Glück sitze ich nicht dort. Und das ist keine Ahnung. Nee, eigentlich müsstest du dort sitzen, weil die kriegen nämlich scheiß viel Geld für den Rotz, den sie da ablassen. Stimmt, ja. Ja? Aber einfach die, oder natürlich ein bisschen, ich meine, das dreht, ich bin in Österreich, weil sie ja, die ist ja mit einem Österreicher zusammen und dann, wenn der versucht, dann gescheites Hochdeutsch zu reden, das ist einfach göttlich. Das ist. Nee, es ist in Ordnung, wenn die Leute ihren Spaß dran haben, aber ich finde es furchtbar. Ich kann nachvollziehen, wenn man sagt, dass sowas ist ein für einen nix, aber dann, ja, da, man kriegt genau das, was man sieht. Also es ist, wenn man nicht auf Reality-Show steht, dann wird man damit sagen, keinen Spaß haben. Wenn man auf sowas steht, dann wird man da wahrscheinlich auch seinen Spaß mit haben. Es ist halt einfach Reality on its finest. Also ich glaube, mit wöchentlichen Recaps würden mir tatsächlich vielleicht noch ein paar Hörende ziehen. Also ich bin voll für wirkliche Recaps und Staffelfazit danach. Also mindestens. Aber ohne mich. Ja, werden da also leider nur Einzelcasts, wobei ich das Gespräch jetzt schon ganz schön, also auch das finde ich unterhaltsam.
Danke. Also wie gesagt, wenn man keinen Spaß damit hat, dann kann ich verstehen, aber es ist genau das, was ich so an einem Donnerstagabend brauche, wenn ich mein Hirn abschalten will. Dann schaue ich mir das einfach an und denke mir so, ey, komm, tut ja keinem weh. Ja, ne, ist ja auch in Ordnung. Wie gesagt, das ist einfach, dafür gucke ich andere Sachen, wo ich denke, ja, jetzt kann ich das Hirn abschalten und andere sagen, okay. Du schaust halt Check ist. Ist eine Geschmackssache, ja. Nee, ja, Gottes Willen. Zum Beispiel. Oder küss mich, Mistkerl. Genau. Das ist so gut. Das ist dein Nemesis, gell? Das merke ich. Ja, also in dieser Ausgabe auf jeden Fall. Ja, zumal es mich überrascht hat, dass er mich noch so aufgeregt hat, obwohl ich schon nichts erwartet hatte. Aber egal. Ich möchte das Ding jetzt abschließen. Ich möchte mit der Vergangenheit jetzt, ich möchte darüber hinwegkommen, das jetzt beenden. ich habe noch ein was nicht gesehen, aber ich habe es gesehen, dass es jetzt in der Arte-Mediathek gibt. Da gibt es die Serie Diener des Volkes mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj, der ja, bevor er Präsident geworden ist, Schauspieler war und in der Serie eine Lehre gespielt wird, der später dann in der Serie zum Präsidenten der Ukraine geworden ist. Und diese Serie ist jetzt bei Arte aufgeploppt. Und gerade auch in Anbetracht der Umstände, die wir haben, fand ich das einfach interessant, dass es diese Serie jetzt tatsächlich hier deutsch untertitelt, also nicht synchronisiert, gibt. Ich habe selber nicht reingeschaut. Ich weiß auch nicht tatsächlich, wie die Stimmen sind. Ich weiß, dass sie in der Ukraine wohl sehr beliebt war. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen da draußen und möchte sich mal durch die Folgen, also es sind sehr viele Folgen, ich glaube, es sind über 20 Stück, die es da gibt. Vielleicht klickt sich einer mal durch oder schaut sich mal an, was dieser Mann vor dem gemacht hat, was er jetzt tut. Also, ich finde es allein schon so irgendwie beeindruckend, ihn auch mal, ich habe reingeschaut, nur mal so kurz zu sehen, dass es wirkt noch surrealer, als es eigentlich alles gerade ist, diese ganze Situation. Das noch von mir, ansonsten, ich weiß nicht, ob ihr noch irgendwas in irgendeiner Mediathek oder auf eurer Watchlist neu hinzugefügt habt, dann wäre jetzt der Zeitpunkt, das anzufügen. Die Frage kam sogar auch, also nein. Bei mir ist Mönter auch alles Ebbe. Alles klar, dann war das eine Folge voller Höhen und Tiefen, sowohl filmisch als auch von meinem Gemütszustand und von euren vielleicht auch. Uns bleibt noch zu sagen, falls euch diese Ausgabe gefallen hat oder euch auch andere Ausgaben hier beim Telestammtisch gefallen, dann folgt uns doch gerne auf allen möglichen Social-Media-Kanälen, bei Twitter, bei Instagram oder lasst eine Bewertung bei YouTube oder vor allen Dingen auch bei Spotify da. Da kann man ja so schöne 5 Sterne in einer Reihe vergeben, das würde uns sehr, sehr freuen. Dann danke Kathi und Sven, dass wir diese Folge von Anfang bis Ende zusammen durchgestanden haben. Ja, gerne, gerne. Spaß. Gerne. Und ich hoffe, wir hören uns auch beim nächsten Mal hier bei den Shots oder bei den Filmbesprechungen beim Telestammtisch. Und ich sage tschüss. Ciao. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.